herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 185, lieber Däffner. Und er ist zurück aus dem Urlaub und ist auch dringend nötig. Leider. Die Aktien sind eingebrochen. Viele Tech-Titel haben sich halbiert. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt musst du mal erzählen, wie es war. Ja. Und er sitzt mir also gegenüber. Es war der berühmte Effekt. Das hat man ja schon oft jetzt im Podcast. Ja. Ne? Wenn ich im Urlaub bin, dann wenn der Optimist weg ist, dann sind die Bären los an und der Börse. Und genau das ist in den letzten zwei Wochen passiert. Und über dieses Phänomen, also über den Einbruch natürlich, wie man damit umgehen soll, sprechen wir ja gleich noch. Aber seitdem ich wieder da bin, Montag, Dienstag, steigt der DAX zumindest deutlich. Die Tech-Werte, die erholen sich auch, aber es gibt da so einen Rebound, nicht ganz so stark jetzt. Zumindest. Also ich muss ja sagen, der Däffner, er ist wirklich braun gebrannt, er sieht wirklich wunderbar aus, hat dieses Strahlen, was er immer hat, aber noch von innen mehr und er hat noch eine neue, so eine Hipster-Brille. Hast du die auch auf Mauritius gekauft? Nee, die habe ich hier gekauft, in Berlin hier. Also jetzt dünne Metallrahmen sind jetzt wieder absolut angesagt, ne? So wie Joko, ja, von Joko und Klaas. Ja? Ja, okay. Ja? Bloß bei mir in Silber, passt besser zu den grauen Haaren, ja. Wir machen nachher noch ein Bild davon, wie wir beide da sind. Ist ja wirklich mit diesem Mann mit der Brille. Wir sind wieder zusammen hier im Studio. Der Kollege ist ja wieder aus seiner Corona-Höhle entflohen, ja. Nach vier Wochen sind wir wieder zusammen. Deswegen sind wir so ausgelassen, aber jetzt musst du trotzdem Mauritius, also wieder zurückzukommen, war viel wirklich schwer in dem Fall, ne? Auch wenn du die Wettervorhersagen und alles andere aus Deutschland gehört hast, dass du eigentlich dort bleiben wollen. Und komm mir ein bisschen vor wie in der Vertreibung aus dem Paradies. Werbung. Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Es war wirklich paradiesisch und Mauritius ist wirklich eine Trauminsel und wir hatten wirklich beste Bedingungen, 29 Grad so immer so, ab und zu mal ein kleines Wölkchen, ein wunderbar türkisblaues, warmes Meer, weißer, keine Ahnung, aber so richtig fast Badewannentemperaturen an manchen Stellen, ja. Und weißer Sandstrand, breit, traumhaft, Palmen und so weiter und wir haben es deswegen auch gar nicht geschafft, irgendwie diesen Strand groß zu verlassen, ja. Wir haben uns wirklich schön, das Leben ist am Strand am besten und deswegen auch gar nicht jetzt hier die große Insel erkundet. Konnte auch leider nicht erkunden, wie der Nutella-Preis ist, aber hat mir Sebastian abgenommen und hat gleich geschrieben, dass er sich in Flic en Flac, das war übrigens auch ganz in der Nähe, wo wir waren an der Südost, nicht Südost, sondern in der nördlichen Hälfte, an der Ostküste bei Belmar und das sind wirklich schöne Strände und der Sebastian hat sich ja umgeguckt und hat für 280 mauritianische Rupies die 750 Gramm Nutella auf Mauritius entdeckt, umgerechnet 5,78 Euro. Ja. Das ist wahnsinnig teuer. In Deutschland kostet das Kilo 4,99 Euro. Tja, aber das musste auch importiert werden. Bei uns war es im Hotel All-inclusive, im Preis enthalten. Es gab da ja auch Nutella? Ja, da gab es auch Nutella da immer zu so den, den Plastikdinger oder zu den oder frischen Crepes zu Nachmittag. Ich habe ein bisschen zugenommen, muss ich sagen, weil es ist ja schon sehr verlockend. Ja. Okay. All-inclusive, wenn der immer so fast rund um die Uhr, da gab es immer nachmittags leckeres Kuchenbuffet mit so kleinen leckeren Küchlein. Und es war wirklich qualitativ total hochwertig. Und ich muss halt einen sagen, dieses Hotel, man sieht halt einfach auch wieder, wie wichtig der Tourismus für diese Länder ist. Ja. Wir haben so gelitten, auch in der Corona-Pandemie. Natürlich, dieses Hotel war vor Corona war es frisch renoviert worden und es ist wirklich picobello mit
tollen neuen Gym, Spa-Anlage und Wahnsinn, alles vom, super schön modern eingerichtet. Und dann mussten die 2 Jahre zumachen und jetzt haben die halt seit 1. Oktober wieder aufgemacht erst und waren super happy, alle, also wirklich alle Angestellten so super hochmotiviert. Also die haben dir wirklich die Wünsche von den Augen abgelöst. Das war wirklich ein Traum, muss man sagen. Also welche wirklich, Sprache sprechen die da? Französisch und Englisch. Ja, eigentlich haben sie ja so eine normale Sprache ist ja so eine Mischung aus also ein bisschen Französisch, aber deswegen sind sie eher im Französischen, aber sprechen alle super fließend Englisch und im Parlament und auch Parlamentssprachen Englisch, Französisch, weil beides waren mal Kolonialmächte auf Mauritius und ja, und wie gesagt, Corona-mäßig sind jetzt zum Risikogebiet erklärt worden am letzten Freitag. Das habe ich mich gefragt, nach der Rückkehr wurde das dann Hochrisikogebiet. Da war ich ja schon wieder zurück, ja, Hochrisikogebiet. Von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Mauritius wird derzeit gewarnt, steht auf der Seite. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Also ich würde mich davon, muss ich wirklich sagen, nicht abschrecken lassen, wer jetzt zum Beispiel sich überlegt, nach Mauritius zu reisen. Rinnenflieger und los. Nein, ich meine, muss ja sagen, Hochrisikogebiet, das ist ja mittlerweile, sind es ja 60 Länder, die vom RKI so eingestuft werden, sämtliche Nachbarländer und ich meine, im Vergleich zu Deutschland, kann man sich da wirklich, wirklich sicher fühlen. Das einzige Risiko in diesem ganzen Hotel, das waren wirklich deutsche Touristen. Da gab es eine Gruppe von Ostdeutschen natürlich, kleine Clique, Jüngere, so um die 30 vielleicht. Ja, Marcel und Marco. Ein paar Mädels hatten sie auch noch dabei. Die Was waren das für Typen, Jens? Keine Marco, Ahnung, Marcel? So nah habe ich mich mit denen nicht angefreundet. Ja, aber man sieht das doch von der Ferne. Typ. Also keine Ahnung. Aber oder Jason sie, sind natürlich gleich mal demonstrativ halt ins Restaurant. Alle haben Maske vorbildlich getragen in dieser Hotelanlage. Ich hatte ja schon erzählt, PCR-Test zur Einreise, absolut notwendig. Das hat uns fast noch um den Flug gebracht, weil der PCR-Test natürlich nicht wie versprochen pünktlich kam und es wirklich bang bis zur letzten Sekunde war. Dann bei der Einreise nochmal ein Schnelltest dann im Hotel. Also da konnte man sich schon sehr, sehr sicher fühlen. Die Angestellten haben immer Maske getragen, sogar am Strand. Und dann eben nur die 6 Ostdeutschen, die meinten halt dann wieder im Restaurant ohne Maske rumlaufen zu müssen. Ja, ich habe sie natürlich auch gleich mal darauf hingewiesen, dezent, wie meine Art ist, laut im Restaurant. Ja. Aber das hat nichts keine bewirkt. Nachhaltige hat Wirkung. Keine nachhaltige Wirkung. Aber das liegt anscheinend, ich meine, sehen wir an den ganzen Inzidenzzahlen. Der Sachse gerade ist ja etwas widerspenstig. Das wird natürlich auch sich fragen, und da ist ja auch was dran, wenn ich jetzt überall getestet werde, warum muss ich da noch Maske tragen? Das kann der Sachse sich vielleicht fragen. Das ist halt nochmal eine zusätzliche, aber wenn der Sachse halt einfach wieder dann seine Widerspenstigkeit zur Schau tragen muss. Jetzt hast du ja dein neues Stand-Up-Paddling. Das war irgendwie, was war denn das für ein Paddling-Ding? Erstmal der Defner im T-Shirt, man denkt sich so bei 29 Grad. Ja, weil ich keine Badehosenfotos mache, erstens, und außerdem nicht ins Wasser falle. Und außerdem, wenn du da eine halbe Stunde paddelst, dann kriegst du einen Sonnenbrand. Also das ist schon, musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber das Paddling, das war so ein mega breites, Ein ganz normales Stand-Up-Paddling. Nee, das war dreimal so Hochsee. Groß wie ein normales. Hochsee. Nein, ach so, für die Sharks. Das war gegen Shark-Alert. Nein, damit da gab es keine Sharks. Da war ein Riff außenrum, da gab es keine Sharks, ja. Das war super, super schön. Wie, das war abgesichert? Ja, Mauritius ist ja fast von einem Riff umgeben, fast ganz. Ja. Und an der Stelle auf jeden Fall fast ein komplett ununterbrochenes Riff. Und da kommt kein Und deswegen war da auch keine große Wellenbrandung und es war richtig schönes, flaches Wasser. Der Steinfisch auch da kann nicht. Ich auch Stand-up paddeln und so weiter. Keine Gefahren, ja. Also es war wunderbar. Ja. Kann man sich wirklich wunderbar, und ich würde, wie gesagt, diese Einstufung als Hochrisikogebiet kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da geht es ja auch nicht nur um Inzidenzzahlen, wenn das RKI sowas einstuft, sondern geht es ja auch immer um die Gesundheitsvorsorge, um das Gesundheitssystem vor Ort und über die Datenlage zur Corona-Lage und so weiter und so fort, nach welchen Kriterien das dann beurteilt wird. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen. Und gerade wenn man dann in so ein, einfach in ein Hotel, in so einen Strandurlaub macht, da ist man wirklich tausendmal sicherer als überall in Deutschland, würde ich sagen. Und hast du morgens schon an der Strand, an der Poolbar? Gab's das? Also, gab's die Poolbar, die Es gab Poolbars, es gab Bars und alles, aber ich meine, auch wenn es all-inclusive ist, man will jetzt nicht hier sich mit trüber Birne durch den Urlaub gehen. Ich habe mal zum Mittag ein Gläschen Wein gegessen, aber getrunken natürlich. Und nachmittags noch so als... Nein, und dann abends trinkt man einen Cocktail oder sowas und ein paar Gläschen Wein. Aber wie da gab's natürlich, da gibt's natürlich unbegrenzt, wirklich. Wie? Also, und die hatten wirklich tolle Cocktails. Also es waren, ich habe auch schon all-inclusive gemacht, mal so Türkei oder Ägypten, da kriegst du dann immer in so einen Billigfusel und auch nur in so einen komischen Hauswein, den du nicht trinken kannst. Da war es wirklich, wirklich
nicht vom Feinsten, aber wirklich eine sehr, sehr gute, akzeptable Qualität. Also das ist war eine feine Sache, wenn du auch nicht immer überlegen musst, kostet jetzt die Flasche Wasser wieder 5,50 Euro oder was auch immer. Und da lässt sich dann entspannt urlauben, muss man sagen. Und aber da hat es keiner übertrieben. Es gab da natürlich, da gibt es dann immer so ein paar, gab es ein paar Rentnerpaare, ja, die saßen dann aber wirklich schon, die sind um 7 Uhr zum Frühstück gegangen und direkt danach an die Bar, ja. Und dann saßen die dann so 7 Uhr. Ganz, dann saßen die dann so immer so ein schönen Tonic nach dem Ende anderen. Irgendwann waren sie dann mal weg, ja. Aber so lässt sich das Rennen alles so. Also so viel mein kleiner Mauritius-Bericht und wirklich diese Jahreszeit ein perfektes Reiseziel. Man kann da auch viel machen, wenn man möchte, kann man da auch wandern gehen und tolle Trekking-Touren machen und natürlich für Surfer, auch in Eldorado, ein Kumpel von mir, der ist ein Kitesurfer und sagt, ja, ich bin auch auf den Mauritius im Süden, gibt es da perfekte Bedingungen und so weiter. Also das ist schon eine tolle Insel, muss man sagen. Ja. Ach, das, und das war auch bezahlbar so, oder muss man das schon? Es war schon, hat schon was gekostet, war schon, aber ich finde absolut seinen Preis wert und schon auch bezahlbar. Und ich glaube, das ist jetzt auch einfach unter Corona-Bedingungen und jetzt zur Wiedereröffnung des Hotels war vielleicht halb voll gefühlt. Ja. Also, dass sie da auch noch sehr, sehr günstige Preise gemacht haben und deswegen antizyklisch Urlaub machen in diesen Zeiten, ist, glaube ich, auch sozusagen durchaus eine Empfehlung. Und man kann ja da wirklich gucken, dass man da wirklich dann auch sicher unterwegs ist. Wer da, wie gesagt, man muss dann ja nicht mit dem lokalen Bus durch die Gegend fahren, wenn einem das unangenehm ist oder sowas. Aber da kann man sich wirklich, wirklich. Da gab es auch einfach nur Autovermietung, so hätte man ganz normal man auch, alles da. Alles. Also man könnte auch wunderbar fahren. Da ist englische, also Linksverkehr, ja. Okay, das muss man ein bisschen dran gewöhnen, aber da kann man auch wunderbar Auto fahren, das ist auch kein Problem und kann man vieles machen. Also durchaus eine Reise wert. Und bis wann kann man da fahren oder kann man das ganze Jahr über fahren? Wahrscheinlich. Wir haben auch Regenzeit, kann ich. Genau. Wir haben geguckt, ob es jetzt passt. Gibt es auch und haben jetzt natürlich Sommer, weil das ist ja schon ein bisschen weiter unten auf der Südhalbkugel. Und aber muss man sich halt nochmal erkundigen. Ja, cool. Wieder. Aber so für unseren Winter ist das eigentlich die meiste Zeit, glaube ich, ziemlich gut. Okay, siehst du, jetzt hast du gerade den Leuten Tipps gegeben, was sie hier machen können. Wunderbar. Wir sind ja nicht nur der Podcast für gute Anlageideen, sondern auch für Urlaubsideen. Für alles Mögliche. Der Sonne entgegen. Ja, ach, wunderschön. Ja, absolut. Ja, jetzt, wenn du weg warst, hat die Koalition sich ja auch zusammengefunden. Absolut. Und jetzt haben wir ja eine neue Regierung. Ich wollte eigentlich, muss ich ja sagen, mein Bullen wollte ich ja Angela Merkel geben. Wir haben ja diese harte Diskussion und ich war so ein bisschen knatschig und habe gesagt, sie hat das Land nicht gut vorbereitet. Davon würde ich auch nicht abrücken. Und aber die Verabschiedung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da war ich schon wieder da. Dann saß sie da und dann kam so Nina Hagen. Ja. Du hast den Farbfilm vergessen. Ja, bist du als Aussie wieder hier aufgetan. Hast du das in deiner Jugend auch gehört? Ja, natürlich. Das ist wirklich. Die Aussie-Hymne. Das ist eine Aussie-Hymne. Und ich fand, das war wieder so saucool. Ja. Man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, man dachte ja immer schon, sie war saucool. Das hat sie ja früher gemacht. Dann gab es ja diese Phase, wo sie so ein bisschen, wo man dachte, so, ach, immer nur abwarten, dann zaudern und sonst. Aber dass sie eine Punk-Oma ist wie Nina Hagen, das war gut. Klasse, ja. Das war wirklich super. Ja. Und für dich soll es rote Rosen regnen. Ja, auch das. Wunderbar. Ja. Und alle Leute guckten so. Und sie hat sogar geweint. Ja, hatte sehr, sehr feuchte Tränchen. Augen. Und das bei Angela Merkel, die eigentlich normalerweise ja überhaupt keine Rührung zeigt. Ne? Also das ist schon, schon sehr beachtlich, fand ich auch. Wir haben das ja bei Welt übertragen, mit auch einer sehr, sehr guten Einschaltquote übrigens. Und war sehr, sehr, sehr rührend, finde ich auch. Ja. Also sie wird auf jeden Fall fehlen. Ja? Und ich habe mir mal den DAX angeguckt und den Vergleichsindizes in der Merkel-Ära. Ich habe sie jetzt nicht als Bullen der Woche. Ihr habt dann noch die viel wichtigeren als Bullen der Woche. Also das kann ich schon mal ankündigen. Immerhin hat der DAX in ihrer Amtszeit 203% gemacht, also sich verdreifacht. Und der Eurostox hat sich nur verdoppelt. Also immerhin hat der DAX besser abgeschnitten. Aber wenn du halt international guckst gegen MSCI World, der hat 295% gemacht, also fast vervierfacht. Und gegen den Dow Jones, na gut, da muss man nichts sagen, der hat sich verfünffacht. Da sind wir natürlich auch weit zurückgeblieben. Also wir sind in Europa, wenn ich mal sage, für europäische Verhältnisse haben wir ganz gut abgeschnitten. Für globale Verhältnisse hat es dann leider doch nicht gereicht. Und so würde ich auch irgendwie, wahrscheinlich ist auch das so das aber auch nur Fazit. Bedingt wirklich, will ich mal sagen, in der Verantwortung der Bundesregierung, weil ich meine, es hängt natürlich an vielen, sehr vielen Prämissen, auch an der Zusammensetzung natürlich der deutschen
der deutschen Indizes, ja, sehr industrielastig, ja, sehr exportabhängig. Und da kann man aber jetzt sagen, daran messen wir jetzt den Erfolg einer Regierung. Aber ja, der Dow Jones ist auch sehr industrielastig, ist ja auch eher alte Sachen drin. Und aber in Deutschland haben wir natürlich vor allem die Autoindustrie, die schon schwierige Jahre dahinter sich hat in diesen Zeiten zum Beispiel. Ja, und vieles wurde ja auch, auch ausgetauscht im DAX. Ne? Muss man sehen, wer da in diesen 16 Jahren, wenn man sich das anschauen würde, alles abgestiegen ist aus dem DAX. Ja, ThyssenKrupp und Lufthansa eher jüngere Beispiele, an die man sich jetzt gerade noch so erinnert. Aber sie hat das Land nicht richtig gut vorbereitet, das muss man leider sagen. Und das würde ich auch als weiterhin als Manko sagen. Sie hat die Leute nicht darauf vorbereitet, dass es möglicherweise ein bisschen ruppiger wird, dass man mehr Risiken eingehen muss, dass man diese Komfortzone auch mal verlassen muss und lauter so Sachen. Aber es war, wie gesagt, wir müssen ja die Diskussion nein, die von damals, nicht wieder machen. Ich habe ja damals gesagt, es war halt einfach auch eine besondere Zeit, über ein Jahrzehnt voller Krisen, ja, eine Krise nach der anderen. Da ist es halt auch wirklich schwierig, dann auch große Reformprojekte anzugehen und vor allem, wenn du auch noch so einen Koalitionspartner die meiste Zeit hast wie die SPD, die dann halt auch sehr viel bremst und irgendwie ihre ganze Hartz IV Vergangenheit und Agenda 2010 Vergangenheit da irgendwie zurückrudern will, dann wird schwierig. Und jetzt hat aber, haben sich ja die neuen Koalitionäre, die Ampel steht auf grün und darauf hoffen wir, sie wollen mehr Fortschritt wagen. Ja, haben sie sich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben und den haben sie ja heute unterschrieben. Morgen wird dann gewählt an diesem Mittwoch. Da wird ja alles dann über die Bühne gehen. Und ich finde, das ist grandios, diese neue Regierung. Wir haben ja auch schon diskutiert. Wir haben ja auch diskutiert, ob lieber Ampel oder Jamaika. Ja, da war ich ja auch klar für die Ampel und ich bin jetzt echt froh, dass es so gekommen ist. Bist du wirklich auch froh? Mit diesen ganzen Ministerposten. Ich finde, sie haben es klug gemacht. Sie haben es klug aufgeteilt, ja. Lauterbach als Gesundheitsminister. Genau. Das wäre die Frage, was ist Karl Lauterbach? Es gibt ja so eine Studie, lustigerweise vom IFO-Institut, die haben mal geguckt, wenn ein Arzt Gesundheitsminister wird, was das für Folgen hat. Muss man sagen, der Lauterbach hat Medizin studiert. Er ist ja Gesundheitsökonom. Er hat Gesundheitsstudien, aber was passiert, wenn jemand im Fach, und das ist eigentlich ist nichts Gutes bei rumgekommen bisher. Also insofern, wenn man guckt, man muss nicht das studiert haben, damit man dann guter Minister wird. Das muss man nicht, natürlich, das ist richtig. Und ich finde auch, die Kommunikation bei Twitter ist wirklich, die er da an, das ist nicht versöhnlich, das ist immer alarmistisch, immer irgendwie aufpeitschend. Ja, aber in einer Pandemie braucht man auch Alarm und ich glaube, wir sollten auch nicht aufpeitschen. Irgendwann sind die Leute auch genervt, wenn der Typ zum 50. Mal irgendeine Alarmierung, und dann schreibt er auch noch, und er hat ja auch noch. Aber der Alarm war doch alles mehr oder weniger. Er hat auch Alarm für die Impfstoffe rausgegeben. Er hat auch geschrieben, ja, da gibt es den Impfstoff, der hat das Risiko, der hat die Nebenwirkung. Er hat die Leute auch mit seinem ganzen Alarmismus rund um die Uhr auch verunsichert. Und wenn du 10-mal liest, er hat auch irgendwie für jeden Impfstoff hat er auch geschrieben, der macht die Nebenwirkung, der hat die, da müssen wir da mal hingucken. Das war keine Kommunikation, die du haben willst, um Leute mitzunehmen, Leute, sondern es ist eher was, um Leute aufzuwühlen, um Leute zu spalten und so. Ich finde, der ist völlig ungeeignet, aber wir werden wahrscheinlich gucken, was er. Das war heute auch kein Diskussionsthema, aber Nein. Ich finde ihn vollkommen für geeignet. Er ist einer, der wirklich bekannt ist, populär ist und gut, der erste, er polarisiert. Durch Twitter gewählte Minister. Das ist doch super. Da gab es ja die Kampagne. Wählt Lauterbach, ich erinnere mich. Aber ist halt auch, ich meine, es sind Talkshows präsent und ich finde, du brauchst solche Köpfe. Das hätte doch kein Mensch verstanden, wie du so eine No-Name-SPD-Politikerin da jetzt Gesundheitsministerin geworden wäre. Und du hast da einen, der der oberste Pandemieerklärer in den Talkshows ist und so weiter. Und das ist einfach, wir sind auch in der Mediendemokratie, das gehört einfach dazu. Er ist Professor, Gesundheitsökonom vom Fach und hat das immer gut erklärt. Und dass er auf irgendwelche Nebenwirkungen und ist doch nur transparent. Ja, sonst würde er, wir hätten ja wieder alle geschrien, oh, der verleugnet hier oder verschweigt. Aber und wie er das kommuniziert. Ja, Twitter ist nicht das Organ, wo du sagst, Twitter ist sowieso kein Organ, das ist nur ein Selbstbeweihungsorgan. Ja, ist er der falsche Mensch. Die Twitter-Blase darf man sowieso vollkommen nicht. Aber ich finde, er ist nicht der Richtige dafür und er wird nicht derjenige sein, weil er ja schon im Vorfeld spaltet. Und jetzt brauchst du ja eigentlich jemanden, wo man sagt, komm Freunde, diese Pandemie, wir müssen diesen Mist mal endlich abstreifen. Ja, aber ich meine, jeder Alarmismus in der Vergangenheit war doch gerechtfertigt. Da ist ja immer noch mal schlimmer gekommen, als selbst die Alarmisten davor gewarnt haben, muss man jetzt mal sagen. Ja? Und wir haben ja auch schon hier diskutiert über schärfere Maßnahmen, war ich mal dafür. Und und trotzdem, im Prinzip kamen schärfere Maßnahmen immer zu spät. Ja? Und jetzt haben wir diese Situation. Was heißt schärfere Maßnahmen? Der Bankkaufmann Jens Spahn
2G-Maßnahmen. Hat wieder, zu wenig Impfstoff besorgt und jetzt stehen die Leute wieder an der Schlange. Es geht nicht darum, dass zu wenig Impfstoff ist. Es geht darum, dass sich über 30% immer noch nicht impfen gelassen haben. Ein erstes Mal. Das ist das Problem. Und nicht, natürlich, die Boosterimpfungen müssen auch kommen, aber vor allem geht es um die Ungeimpften. Die sind immer noch das Problem in dieser Pandemie und das ist letztendlich das Problem. Aber die wirst du nicht dadurch erreichen, dass du eine Riesenschlange am Impfding hast. Also das ist ja das Faszinierende, dass man daraus wirklich nicht gelernt hat und dann hat man wieder keinen Impfstoff jetzt, da stehen die Leute wieder an, es ist nervig. Also ich finde, das ist völlig missgemanagt. Dann beispielsweise auch diese neuen Regeln, darfst nur mit 2G in irgendwelche Geschäfte. In Bayern ist dann der Schuhhandel, gilt dann als Grundbedarf und dann brauchst du keine 2G-Regeln. Also völlig absurd. Absurd finde ich auch, dass in Berlin dürfen die Clubs aufmachen, aber es darf nicht getanzt werden. Ja, wer hat denn solche Regeln? Gibt's da denn wohl? Alter, was soll das? Gab es auch schöne Kommentare bei Twitter, so nach dem Motto, ja, lass uns mal ins Berghain gehen, ein bisschen quatschen und so, ja. Aber ist der Darkroom eigentlich geöffnet? Ja, gibt's auch. Da gibt's auch andere, solange der Darkroom offen ist, dann. Golden Shower. Wunderbar, es ist wunderschön. Aber das ist doch alles nicht, es ist doch alles keine wirklich stringente Politik. Ja, wenn es der Chapitz nicht gemacht hätte. Nein, ich war am Wochenende in Sachsen, in Leipzig und dann denkst du, da dürfen die Restaurants so bis 20 Uhr offen haben. Ja, Sachsen müsste alles, man eigentlich ganz zumachen, und dann, also ganz aber, ehrlich. Aber also, alle anderen Regeln, da passt überhaupt keiner auf. Also ich habe mich wirklich gefragt. Ja gut, das Aufpassen, das ist das Problem. Nix. Dass Regeln nicht kontrolliert werden, aber ey, wo willst du denn in Sachsen überall die ganzen Polizisten hernehmen? Ja? Die müssen ja schon gucken, dass nicht welche Fackel ja, aber durch du siehst, die Gegenden du, aber, du merkst, aber doch trotzdem, also ich meine, das wenn du ist, Regeln, ist, wenn du Regeln und dann sagst du, ja, du darfst dich nicht mit Ungeimpften treffen. Denkst du, ich würde jetzt von meinen Kumpels all den Impfpass erfahren? Also solche Regeln, die so schwachsinnig sind, dass selbst die Regeln, die dann gut sind, die wirst du doch sagen, ey Leute, wer so ein Mist mir irgendwie sagt und sagt, ihr dürft nicht tanzen im Club oder wenn ihr Kumpels trefft, müsst ihr bitte den Impfpass zeigen lassen und dann müsst ihr wieder rausschmeißen, wenn ihr ungeimpft ist. Das kann doch, das macht doch niemand. Und das regt mich so auf. Und ich denke mir so, das kann also ich gerade jetzt also brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht. So. Das wäre der Ausweg. Können wir gerne mal jetzt das nächste Mal diskutieren, ausführlich. Ich bin da immer noch dagegen. Ich wäre absolut in dieser Lage absolut mittlerweile dafür, weil dann kannst du dieses ganze Regelwirrwarr sparen und anders kommen wir nicht aus dieser Pandemie. Wollen wir noch eine vierte, fünfte, sechste, siebte Welle jedes Mal wieder zusperren und alle Geimpften werden auch mit in Geiselhaft genommen. Also das kann es wirklich nicht sein, so kommen wir nicht aus dieser Pandemie. Ja, aber die Impfpflicht wird dir die Leute auch nicht unbedingt hinbringen, dann werden sie halt Bußgelder verhängen, dann musst du es halt bezahlen. Dann zahlen sie halt wenigstens Bußgelder und zahlen so einen kleinen Obolus für die Kosten, die Ungeimpften verursachen im Gesundheitssystem und in der Volkswirtschaft. Ja. Ach Gott, das ist gut. Also unser alten Thema. Aber ihr seht, wer hier Defno und Chapitz hört, ist rechtzeitig immer über die großen Themen informiert. Wir haben ja auch schon den Koalitionsvertrag damals diskutiert. Ja, also die erste, war ich alles dabei. Es hat sich jetzt hatten eigentlich alles. Frühzeitig. Ja, alles, was andere Medien Wochen später diskutiert, analysiert haben. Auch welche, ich finde auch gerade, welche Aktienempfehlungen wir daraus abgeleitet haben damals. Ich hätte gerne mal die Lauterbach-Aktie. Das würde mich wirklich mal interessieren. Gibt es denn irgendwas, was von diesen Menschen vielleicht als deine Twitter-Aktie ist? Deine Twitter-Aktie. Doch, Twitter wäre eine Sache. Da gibt es jetzt auch ein neues Management. Vielleicht wäre das ja was. Die werden ja wahrscheinlich irgendwann übernommen. Eine Twitter-Aktie? Hast du noch eine andere Idee? Was ist? Ja, von wem soll Twitter übernommen ist werden? Ist doch klar, die sind doch, nachdem der Ding jetzt zurückgetreten ist, Jack Dorsey, kannst du doch davon ausgehen, dass da irgendeine Verwendung wird da jetzt gefunden und entweder... Das ist immer deine große Hoffnung, dass irgendwann Twitter mal... Eine ganz große Nummer wird. Mal eine ganz große Nummer wird, ja. Ja. Und irgendwann da Kollege Chapitz bezahlen muss. Für jeden Einzelnen seiner 190.000. Ich habe 200.000 jetzt. 200.000 wow. Jetzt, ja genau. Gratulation, 202.000 Follower. Und ich fange jetzt sogar an, bei Instagram meine freaking Charts als Stories zu machen. Der Rühl war ja da und hat mir erzählt, wenn du bei Instagram groß werden willst, dann musst du unbedingt Stories machen. Und jetzt mache ich immer Stories mit irgendwelchen freaking Charts. Nachdem es mit den Badehosenfotos nicht geklappt und hat. Ich freue mich ja immer noch, dass ich auch ohne Badehosenfotos, ja, die Badehose bleibt im Pool, ja. Und trotzdem, für mein Poolfoto habe ich fast, also die 1.000 sollten wir noch schaffen. Da bin ich ganz knapp aktuell dieser unter 1.000 Pool, bei Instagram. Hast. Ja, dein Traum, dieser Pool mit diesem Blick auf das blaue Meer und muss noch, ja, ich war da eigentlich nur zum Foto machen im Pool, ehrlich gesagt, weil das Meer war so schön, ja.
Ja, aber und dann könnt ihr auch noch dieses wunderbare Bild sehen. Es gab bei uns zu Hause, in der Familie gab es Streit, ob das jetzt ein dynamisches Bild ist. Meine Frau meint das sehr gut aus. Ja, meine Kinder sagten, die Frauen sind mal eine Zielgruppe. Und die Kinder sagten so, Herr Defner, so ein breiten Ding, das ist ja ein Rentnerteil, was ist denn da los? Das war das Einzige, das ist ja gar nicht hier. Insofern die Familie war übrigens auch all-inclusive. Ja? War auch dabei. SUP, Kanu, Kajaks, ja, gab es alles, Tretboote und so weiter. Da konntest du wirklich richtig viele Angebote. Und im Tennisplatz war mit dabei. Tennisplatz? Gab es im Spa auch Massage und so ein Kram oder musste extra das sein? Das hat extra gekostet, ja. Alles. Sonst fliege ich mich ja morgens Kalperin, ja, dann hast du eine Massage. Das läuft. Also ich merke schon. Also es gab, konntest da wunderbar 24 Stunden rumbringen. Du wusstest gar nicht, was du als erstes machen sollst, ja. So, aber leider ist der Urlaub auch schon wieder zu Ende. Ja, ich hätte doch wirklich, irgendwann mache ich da mal so ein Homeoffice, moderiere mit wunderbarer Kulisse. Infinity Pool, wo die Leute schon 1000 Herzen dir geben, da kannst du da auch ganz gemütlich stehen und kannst da vielleicht über die Einbrüche an der Börse berichten. Oder, oder weiß ich nicht, für Konflikte ist es glaube ich nicht so der richtige Hintergrund. Muss dann so ein bisschen outblurren, damit du nicht, damit es nicht so ein bisschen peinlich wird. Hängen wir einfach ein Greenscreen auf und können wir alles drauf zaubern. Das wird in ein paar Jahren auch keiner mehr merken. Ja. Gut. Das war so unsere kleine, knappe Vorrede, würde ich mal sagen. Ja. Also über einzelne Aktien werden wir ja gleich noch reden, wenn wir und das Thema haben. Über die große Crashlage und was tun nach dem Tech-Einbruch. Ja, vor allem die Tech-Werte hat es hier wirklich also heftig erwischt, muss man sagen. Aber da reden wir gleich drüber. Und weil ich ja das Thema vorstellen muss, muss ich auch anfangen hier. Jetzt komme ich ja, ich habe schon gesagt, ich wollte ja eigentlich Angela Merkel als Bullen der Woche nehmen. Ach so, nee, warte, muss ich noch sagen. Jetzt sag ein, was. Ein du kannst doch zwei Sachen sagen. Ein Feedback, ein Feedback noch vom Kollegen Thomas Rappold, der war auch gestern bei mir in der Börse am Abend zum Thema eben Tech-Aktien-Comeback oder Tech-Aktien-Crash und welche jetzt, da haben wir ein paar unter die Lupe genommen, kann man sich nochmal im Internet angucken. Sag mal, was er für Tipps hatte, komm. Wir haben konkret auf die sehr abgestraften... Hat er wieder nichts empfohlen? Nein, wir haben nicht um Empfehlungen, wir haben einfach mal geguckt, DocuSign finde ich für ein krasser Absturz, ja. Nach den Zahlen, die etwas enttäuscht haben, um 42% eingebrochen. Da sagt er jetzt, das ist ein interessantes Unternehmen, wenn es das zum halben Preis gibt, ist in ja mehr als 50% abgestürzt. Das dass es ein interessantes Kaufniveau ist. Wir haben über Salesforce gesprochen und PayPal. Beides so Beispiele dafür, dass jetzt wirklich die zweite und dritte Reihe halt extrem unter die Räder kam und die es jetzt einfach wieder zu günstigen Preisen gibt. Und wenn man davon überzeugt ist, dass diese Unternehmen weiter, wie PayPal und Salesforce, weiter in dieser Digitalisierung eine enorm wichtige Rolle spielen und so weiter zu gewinnen, dann muss man sich doch freuen und sagen, jetzt gibt es Schnäppchenkurse, hurra! DocuSign, die haben ja so E-Signaturen und so weiter. Freund von mir, der eben Chanel Europachef ist, der sagt, er macht all seine Verträge, wenn er in Russland irgendwie Vertrag oder macht, damit DocuSign. Ja? Ich meine, da fliegst du heute nicht mehr hin, ja. Nee. Und denken wir mal dran, ich meine, noch musst du ja zum Notar gehen, wenn du hier in eine Wohnung gehst und wenn du irgendwie eine Wohnung kaufen willst oder verkaufen willst, ist immer noch kompliziert, da geht es noch nicht mit DocuSign. Aber da gibt es ja riesige Bereiche, wo DocuSign dann noch vorstoßen kann. Und also finde ich zum Beispiel, das ist jetzt wirklich eine Aktie, die ist da jetzt nach der Halbierung. Immer noch 15-facher Umsatz, das muss man dazu sagen. Ja, muss man dazu sagen. Und vorher war es sicherlich ein bisschen hoch bewertet, aber haben halt da wirklich eine gute Stellung. Und ich meine, die Wachstumsperspektiven sind enorm. Wenn halt wirklich mal auch in Deutschland jetzt hier mit einer neuen Ampelkoalition endlich mal die Digitalisierung der Behörden vorankommt und so weiter. Wir haben ja nicht über die wichtigen Ministerien Wirtschaft und Finanzen gesprochen. Hätte ich lieber als jetzt hier über Twitter und Lauterbach diskutiert. Da finde ich, das sind die Zukunftsimpulse. Aber sie wollen mehr Fortschritt mal wagen. Digitalisierung im neuen 57 Mal Digitalisierung und der Wortstamm digital findet sich 200 Mal im neuen Koalitionsvertrag, im 178 Seiten fassenden Und die FDP ist dafür zuständig. Ich finde diese ganzen Ressortzuschnitte und welche Parteien was bekommen haben, passt super. Ja, es ist wunderbar. Und von daher glaube ich, das wird eine sehr, sehr gute... DocuSign ist die Aktie der Koalition. Eine Aufbruchsregierung. Nein, DocuSign ist sehr... Die sind vom deutschen Markt natürlich nur bedingt abhängig. Und bis die digital... Wir sollen erstmal aufs Niveau von der Türkei kommen in Sachen Digitalisierung der Ämter. Die sind da ziemlich weit voraus. Da kannst du irgendwie alles mit deinem Pass und alles Mögliche. Ich glaube, da bist du gläsern komplett. Ich glaube, dass ob du das willst, das wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich möchte schon gerne mal hier, meine Freundin war jetzt seit einem halben Jahr auf ihren Personalausweis. Ja. Also erst musste sie ein Vierteljahr warten, bis sie irgendwie einen Termin beim Bürgeramt bekommen hat und jetzt nochmal irgendwie
zwei Monate, bis jetzt der Personalausweis endlich fertig ist und wo du heute überall deinen Personalausweis vorzeigen musst. Also das ist wirklich, dann hat sie mal verloren gehabt, ja, und dann, also das ist unsäglich. So, wir schweifen ja immer mehr ab. Ich wollte aber eigentlich nochmal von Thomas Rappold, der hat uns nämlich geschrieben zu unserer letzten Q&A-Folge und hat gesagt, hier, Defner, weil ich habe ja vor allem gesagt, ach Mensch, das mit ich meide ja ausländische Dividendenaktien, weil mir dieses mit der Quellensteuerrückerstattung einfach zu kompliziert ist und so weiter und deswegen lasse ich die Finger weg oder wenn, dann hole ich mir diese Quellensteuer nicht zurück. Und mir geht es da offenbar sehr, sehr vielen Menschen. In Deutschland allein ist der Markt, schreibt er mir, der nicht rückerstatteten Beträge 600 Millionen Euro schwer. Und weltweit sind es 20 Milliarden, die nicht zurückerstattet werden von 100 Milliarden Dollar Dividenden. Also so ein Fünftel ungefähr lassen die Leute einfach da liegen, weil sie einfach zu bequem sind, holen sich diese Quellensteuer nicht zurück von den jeweiligen Finanzämtern in anderen Ländern, weil sie einfach zu faul sind. Schweiz oder 30%. Ja, genau. So, und dafür hat Thomas Rappold jetzt mit seiner Firma divizent.com eben eine digitale Lösung. Das hat er mir geschrieben und gesagt, ja, wir sollten eigentlich nicht abraten, sondern hat mich darauf aufmerksam gemacht und gibt diesen Tipp gerne weiter, weil es gibt ja auch viele Hörer, die, wie der Kollege Röhl, der macht es dann natürlich alles so händisch, ja, aber die irgendwie in diesem Dilemma stecken, weil sie auch nur kleine Positionen da haben und dann denken, der Aufwand lohnt nicht. Also bei divizent.com, divizent mit Z geschrieben in der Mitte übrigens. Jetzt mache ich das mal und guck mal, was passiert dann? Sagt er, da haben sie eben Lösungen, um es für Anleger viel einfacher zu machen, sich diese Rückerstattungen zu machen. Da helfen sie, haben da digitale Lösungen und so weiter und haben da teilweise dann sie haben Schnittstellen zu den Banken, dann gehen die Anleger auf diese Webseite, registrieren sich und können dann eben die Konten dann direkt mit der Plattform verknüpfen und mit diesen Daten dann aus den eingelesenen Depots werden dann die Rückerstattungsformulare der einzelnen Länder automatisch vorbefüllt und der Anleger muss nur noch da ein paar Fehler irgendwie korrigieren und dann die Anträge schrankfertig und fehlerfrei entweder ausdrucken oder in vielen Fällen werden die dann auch schon elektronisch direkt abgeschickt. Und das funktioniert, die haben auch eine direkte Lösung für die Schweiz zum Beispiel, wo eben das Problem gerade besonders groß ist. Ja, 35% Quellensteuer. Genau, und da haben sie auch eine direkte Schnittstelle mit einer extra Schnittstelle für der deutsche Anleger zu den Schweizer Steuerbehörden, ja, die den kompletten Antrag da übermitteln. Und was kriegen die dafür, dass sie das machen? Ja, die nehmen natürlich Gebühren, ja, aber sie nehmen prozentuale Gebühren, die dann gedeckelt sind. Das habe ich ihn extra dann nochmal gefragt. Erfolgsabhängig, also natürlich nur auf das, was du dann zurückbekommst, 17,5% sozusagen erstmal Einstieg und bei größeren Beträgen ist es dann gedeckelt. Aber 17,5% ist natürlich, klingt erstmal viel, aber wenn du halt nur kleinere Beträge hast, ist es halt dann, denke ich, schon mal, bevor du dann lieber auf 17,5% verzichten, also auf die 100%, ja, dann wenn das wirklich das Leben so einfacher macht. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich habe auch keinen Dann kriegst du bei der Schweiz 20 zurück, sehe ich hier gerade. 20 von den 35 kriegst du zurück und den Rest geht an Divizent. Mein Gott, okay. Ich sehe es ja gerade. Ich wird hier gerade vorgeführt. Ich habe gerade die Seite aufgemacht, divizent.com. Und dann haben sie so einen Balk und dann siehst du immer die Schweiz da vor den Augen lang. Rückerstattung via Divizent und dann gibt es noch ein bisschen was. Kannst du natürlich auch selber machen, ist klar, dann kostet es nichts, aber das ist halt kompliziert dann. Okay. Ne? Okay, also das mal nochmal als kleine Anregung. Ist ja fast wie eine Werbung. Hat er was gezahlt dafür? Nix, oder? Nein, aber ich finde es eine gute Idee jetzt hier einfach. Natürlich nichts gezahlt, aber ist auch immer gern gesehener Gast bei mir in der Sendung. Und deswegen, und er meint auch die Anlegerschützer, der Kollege Tüngler, wäre auch von dieser, die wollen das demnächst dann auf einer größeren Pressekonferenz mal vorstellen. Gibt es auch demnächst wird auch selbst Bild.de darüber schreiben. Ja, das gibt es bei uns exklusiv. Vorab. Exklusiv bei Heuer und Schäpe. Bei Holger und Schäpe, sag ich schon. Bei Defner und Schäpe. Defner ist nur halb im Urlaub. Ja. Gut. Gut, jetzt hätte ich den Bullen der Woche fast an den Rappold gegeben. Ich wollte, das wäre jetzt ja übergewichtet. Ja, aber das ist ja ist ein Feedback zu unserer Q&A-Folge, wo ich das vielleicht. Also ich will hier wirklich niemanden, es geht ja darum, es kam vielleicht so rüber, darauf hat er sich ja bezogen, dass ich die Leute nicht von ausländischen Dividendenwerten abhalten sollte. Ja.
Erstmal habe ich ja gesagt, ich mache das nicht. Das war überhaupt kein Appell, irgendwie ausländische Dividendenwerte zu meiden. Und natürlich ist die Dividende dann schon eine wichtige Einkunftsart und auch wichtig eben für den Zinseszinseffekt. Man soll, wenn man das auf Jahre, die haben dann auch ein Beispiel mit Nestlé mal ausgerechnet, wenn man da auf die Rückerstattung verzichtet, macht halt einen extrem großen Unterschied dann auf lange Sicht durch den Zinseszinseffekt. Deswegen sollte man halt sich diese Quellensteuer dann wirklich schon zurückholen. Und man sollte eben, wenn man ein weltweit strukturiertes Einzelaktiendepot sich aufbauen will und es nicht mit ETFs oder so macht, dann sollte man natürlich unbedingt im Dividendenbereich, kommst du ja an amerikanischen und Schweizer Aktien eigentlich gar nicht vorbei. Ja? Also das ist. Kannst aber auch einen ETF nehmen, dann machen die das. Kannst du auch, genau. Darum hatte ich gesagt, ich mache dann lieber eine ETF-Lösung so oder setze auf die großen Technologiewerte. Oder man kann das jetzt mit dem Kollegen Rappold machen. Ja, oder es ist halt aber ein würde ich jetzt mal sagen. Ein Tipp noch, das ist keine Empfehlung, muss man sich selber anschauen und einfach nur eine Idee, wie wir hier ganz viele Ideen haben, von denen wir selbst nicht profitieren sowieso. Es gab auch jemand, der hatte eine Idee, wie wir unser Portfolio machen mit GetQuinn. Das ist so eine Social-Plattform, Social-Anlage-Plattform und da könnten wir unsere Portfolio-Messung zu machen. Genau, um mal unser Portfolio, weil wir ja sagten, nee, man soll das vielleicht nicht bei der anderen Geschichte machen und dann Portfolio. Genau, Wikifolio meinte, das wäre das. Und man könnte es über GetQuinn machen. Also vielleicht gucken wir uns das mal an. Es hat uns übrigens, das gucken wir uns vielleicht beim nächsten Mal nochmal an. Ich habe es noch nicht, ein Hörer auch geschrieben, der hat wirklich mit allen unseren Defner und Chapitz Ideen, und das gucken wir uns fürs nächste Mal an, ein Wikifolio gebaut. Nein. Er sagt, es läuft nicht so gut jetzt. Wirklich? Ja. Aber, wirklich? Ja. Also das ist gab's ja, ganz ich hätte schon ein paar Ideen. Also ich meine, meine größten Tiefschläge, ich hatte ja Alibaba vor 2 Wochen. Das ist natürlich nicht so toll gelaufen, wo die geht jetzt wieder so ein bisschen. Dann hatte ich schon mal, also die schlimmste war CureVac. Lass uns das ich überlege gerade, was die schlimmsten Sachen waren. CureVac war nicht so doll. Werbung. Heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch. Die Rede ist vom neuen Podcast Tekkal und Beros. Dahinter stecken zum einen Düzen Tekkal. Sie ist wohl die deutsche Menschenrechtsaktivistin und einer der wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, für die Rechte der Frauen weltweit einzustehen. Ihr Podcastpartner ist Keshrau Beros, Journalist und Podcastproduzent und den meisten von euch sicher bekannt als Host des preisgekrönten Formates Cui Bono. Jede Woche sprechen sie in ihrem Podcast über ein gesellschaftlich und politisch relevantes Thema unserer Zeit. Das Thema wird nicht oberflächlich angerissen, das heißt, es geht hier nicht um Hot Takes, sondern um Deep Dives und das große Ganze. Somit bietet der Podcast einen wöchentlichen Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen. Mit dem Fokus auf Themen, die im täglichen News-Wettstreit auch gerne mal untergehen. Hört jetzt rein und abonniert den Podcast. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Werbung Ende. Lass uns nochmal das genau anschauen. Lass uns das nochmal genau anschauen. Das passt ja eigentlich, ich würde es mitnehmen in unsere letzte Sendung. Wir machen ja am 21. Okay. oder sowas in 14 Tagen. 21. ist schon unsere letzte Sendung des Jahres. Echt? Ja. Gut. Dann ziehen wir schon Bilanz. Wettbilanz. Die große Wettbilanz. Und da packen wir das Wikifolio mit rein. Ja? Dann, ist es. Ist wirklich so schlecht? Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Gut, aber wenn du schon sagst, schlecht. Du weißt, die negative Nachricht nimmt man immer viel stärker wahr. Ist so. So, dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Kann ja nur noch besser werden. Gleich gibt es den Optimismus jetzt bei mir im Markt. Wir müssen jetzt Wir kommen jetzt zum Bullen der Woche. Genau, Bulle der Woche. Ja, du hast hier, ich wollte schon sagen, Bulle, genau, und dann kamst du und sagtest, ich würde mir mit dem Rappel sagen, der hat ein tolles Dividendending. Aber das ist doch ein guter Tipp. Also das ist... Andere müssen dafür richtig viel Werbung bezahlen. Ich überlege gerade mal, was er für ein 1000er Kontaktpreis hier gekriegt hat. Egal. Wir kommen zum Bullen der Woche. Und der Bullen der Woche geht jetzt nicht an Frau Merkel, sondern geht einfach an unsere Hörerinnen und Hörer. So, das muss ich mal sagen, weil ich habe mir jetzt nochmal überlegt, wir haben in der vergangenen Woche gab es ja die Spotify-Bilanzen und da haben wir so viele Liebeserklärungen bekommen. Shit. Wirklich. Wahnsinn. Und so wirklich so ganz viel, dass Devil or Chavis der meistgehörte Podcast in diesem Jahr ist. Und dann haben wir natürlich immer, und ich dachte immer so, das ist der Dudes-König. Dann war beispielsweise Enrico und er hatte 159 Episoden. Ich dachte, ja, doch nur irgendwie 52. Er hatte 159 Episoden gehört, 11.223, was ja fast 8 Tage sind, also mehr als eine Woche. Und dachte ich schon, das ist der Dudes-König. Und dann kam aber am Ende, und das hat noch keiner überboten. Also wer es überbieten kann, bitte. Roger hatte 172 Episoden gehört. Und zwar 13.410 Minuten mit Defner und mir verbracht. Das entspricht 9,3 Tagen, und zwar Tag und Nacht, also 24 Stunden.
9,3 Tage Defler und Chapitz. Wie viele Stunden nochmal? 13.410 Wahnsinn. Minuten. Das kannst du jetzt noch in Stunden umrechnen. Aber 9,3 Tage rund um die Uhr, das ist schon, du kannst einfach 9,3 mal 24, dann hast du die Stundenzahl und ich finde, das ist schon bewundernswert. Und dazu haben wir auch wirklich ganz viele nette Kommentare bekommen. Wir hatten im November, du hast geguckt, was du rechnest jetzt. 9,3 mal 24? Ja klar. Dann 223. Was? Aber ich wollte ja doch die Stunden wissen. Das sind nur die Stunden. Wie viele Minuten hat er nochmal? 13.410. Ja, da muss ich ja überbieten hier, weil aus den Mails, darf ich gleich mal ganz kurz. Du kannst auch überbieten, also wenn du niemanden mehr hast. Es hat nämlich auch der Peter, und der hat sogar einen ganzen Namen dazu geschrieben, Peter Schad aus Rosenfeld, ja? Du darfst sind ihn wir hier nennen? Bei Wetten, das hier. Darfst du ihn nennen? Ja. Darfst du ihn nennen? Ja, er wollte einen Shoutout haben. Er bewirbt sich offiziell für einen Shoutout. Den ja. Dudes-König. Für den Dudes-König, okay, ja. Dann her damit. Dann, also er hat, ich komme mal vor, bei Wetten, das. Ja. Peter Schad aus Hosenfeld wettet, dass er mehr Minuten gehört hat als jeder andere Dudes-Hörer. Ja, wir könnten es gerne überbieten, aber natürlich nur mit Beweisen. Schickt sie uns an wirtschaftspodcast@welt.de. Peter Schad aus Hosenfeld auf jeden Fall hat zu bieten 65.953 gehörte Minuten. Warte, bitte nochmal. Wie soll das denn gehen? Nochmal. Also sagen wir bitte. 65.953 Minuten, das sind 1099 Stunden. Wie viele Tage sind das? Bitte. In 24 Stunden. Ja, meinst du durchgehen? Er muss jetzt nochmal durch 24 jetzt machen. Muss ich durch 24 teilen. So ein Tag hat 24 Stunden. Das würde mich nochmal interessieren. Naja, Alter, was ist denn da los? Mein Taschenrechner wieder aufkriegen. 1099 dividiert durch 24 ist gleich 45 volle Tage. Tag und Nacht. Was hat denn der gemacht? Vielen Dank an alle Beteiligten. Er macht einen super Job. Aber wie hat er das denn hingekriegt? So viel haben wir doch gar nicht selbst gesendet. Du kannst doch alles anhören. Hat er jetzt die Sendung 5-mal gehört? Hat er sie 10-mal gehört? Hat er sich jeden... Ach so, Moment. Mit bisher kann es sein... In 2021 schreibt er. Hat er auch einen Beweis dazu gepackt? Er hat was dazu gepackt, die habe ich jetzt hier nicht reinkopiert. Ich kann dir aber nochmal. Das ist ja wirklich. Wie willst du denn 45 Tage am Stück? Also 45 Tage, du kannst ja sagen, okay, jemand schläft auch 8 Stunden, das müssen wir ja abziehen. Ja, du magst halt nebenbei, wenn du jetzt manche fahren so viel Auto, würde ich mal sagen. Ja, aber da muss er ja jede 1000. Folge 10-mal gehört haben. Denkst du, so ein Defner-Witz nach dem 9. Mal ist er auch wirklich abgehangen. Nee, ich finde da so viel Gehalt drin, also gerade bei meinen Witzen, dass man da einfach auch. Da kann man aber zehnmal hören. Manche gucken auch so. Also ich frage mich ja wirklich, mir geht's ja selbst so, wenn du Podcasts hörst und zu lange dabei bist, dann nimmt man ja so ein bisschen die Sprache auch der Podcaster an. Also ich weiß nicht, ich habe mal früher einen Podcast gehört, der hieß Slate Money, da war so eine Frau, die hat immer Fuck gesagt, aber dann habe ich dann auch mal Fuck gesagt. Und dann sagt man, guckt er sich die Marotten dieser Podcast-Hosts an. Und dann weiß ich nicht. Was sagen dann die Leute? Sagen dann immer Episode oder fangen die an wie der, ich weiß es nicht. Also, gut, aber ich wollte jetzt weiter du kannst es ja mal klären. Das gerade mal aus. Du suchst es mal raus und ich würde einfach mal sagen, was dazu noch, warum ihr noch den Bullen dazu bekommt, während ihr euch noch wundert, was Peter gemacht hat. Also tausende von netten Kommentaren haben wir natürlich auch bekommen und wir haben im November, lieber Defner, einen neuen Hörerrekord gehabt, nämlich über 300.000, 310.000 Streams und Downloads. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe mal geguckt, wo hören uns die Leute? Ihr hört uns die Hälfte bei Spotify und die Hälfte bei Apple Podcasts. Und Google Podcasts ist relativ weit abgeschlagen. Und wo man Amazon hört, holt so ein bisschen auf. Und weißt du, natürlich Deutschland ist das meistgehörte Land. Aber Platz 2, was du sagen, was ist Platz 2, wo man uns am zweitmeisten hört? Ich bin hier gerade bei... Gut, dann würde ich das mal sagen, es sind die Vereinigten Staaten. Es ist nicht die deutschsprachige, nicht Österreich oder Schweiz, sondern es sind die Vereinigten Staaten auf Platz 2 der langjährigen Statistik. Und es gibt so Hörer, die... auf irgendwelchen kleinen Eiländern wohnen oder in kleinen Ländern. Mauritius Togo, Gabun oder St. Lucia. Es muss jemanden geben, der auf St. Lucia. Ich weiß Santa überhaupt nicht. Lucia. Ach, Santa Lucia. Santa Alter. Lucia. Ja, da hört man Defner und Chapitz. Also, wenn derjenige oder diejenige, die auf Santa Lucia Dudes gehört hat, sich meldet, dann kriegt er auch noch einen, oder die auch noch einen Shoutout. Auch noch einen Shoutout, ja. Ja. Und was jetzt noch weitergeht, aber es sind ja aber nicht es kann ja auch ein Tourist gewesen sein. Ich habe ja auf Mauritius auch mal unseren Podcast ja, gehört. Aber, ja, aber gut, dann gucke ich jetzt mal ein Land raus, wo die Leute nicht unbedingt hinfahren. Tadschikistan. Oh. Da fährt man jetzt nicht zum Tourismus hin. Da gibt es zwei Menschen, die Dudes hören. Oder Expat, die Expats in Tadschikistan. Benin fährt man auch nicht in Urlaub. Nee, aber oder? Das sind halt die Expats dann, oder? Die dann oder Syrien 3.
einfach so kulturell, politisch, gesellschaftlich, Burundi, wirtschaftlich, börsentechnisch auf dem Laufenden bleiben wollen. Botswana gibt es vier. Kriegen bei unserem Podcast alles aus unserer Hand. Aber ich habe hier, übrigens, ich zeige es dir, du glaubst mir sonst wieder nicht. Ja. Hier rausgesucht, hier der Screenshot von Spotify, guckst dir an hier. Sechs. Ja, da steht drunter. Leg's nochmal vor. Also, du solltest schon noch danach einem Psychiater aufsuchen. Nee, hier steht hier nicht. Dein Podcast über Defner und Chapitz, du hast insgesamt 65.953 Minuten lang. Das ist doch der Beweis dafür, dass man diesen Algorithmus hacken kann. Das kann nicht sein. Alter, das ist gut. Dann komme ich aber noch zu meinem letzten, warum ihr den Bullen bekommen habt, nämlich es heißt ja immer im Englischen so schön, words are cheap, put your money where your mouth is. Und da muss man sagen, ihr habt auch Geld eingesetzt und nämlich ihr habt Hoodies gekauft. Und der Hoodie kostet ja 39,95 und schon nach anderthalb Tagen waren die, oder sagt nach einem Tag war eigentlich schon der erste Schwung Hoodies alle. Dann hat man noch welche nachproduziert und mittlerweile heißt es bei unserem Shop, wir wurden überrannt. Und das Nachproduzieren dauert jetzt 6 bis 8 Wochen und man kann noch nicht mal mehr auf der Seite irgendwas bestellen. Das tut uns wirklich leid. Ihr habt halt wirklich, ihr habt alles gegeben und ihr habt wahrscheinlich zu viel gegeben oder mehr als der Shop geben konnte. Und ich habe sogar meine Frau in so einen Dudes-Hoodie gesteckt, um zu zeigen, dass auch wir bei der auch weiblichen Kundschaft... Wir haben auch marketingtechnisch alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Den billigen Jakob aus Franken ausgepackt. Ja, alles. Wir haben alles gegeben. Ja, aber irgendwie, es ist vor allem natürlich seit Yes, ja, die so treu so sieht's aus. Steht. Und vielleicht sollten wir mal kurz erklären, wie man so ein Total Addressable Market ausrechnet, so ein TAM. Also ich würde einfach mal sagen, vielleicht für die Shop-Bauer würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben ungefähr pro Folge zwischen 50 und 65.000 Hörer. So, das wäre also die Leute, die das hören, die würden den anziehen, würde man denken. Das ist so. Und jetzt überlegt man, ja, aber nicht alle. Wie viel, nicht alle. Aber sag mal, das ist mal die Grundgesamtheit, die schon mal von uns gehört haben. Und nun würde man sich fragen, wie viel Prozent sind Hardcore-Fans davon? Sagen wir mal 10% sind Hardcore-Fans. Dann hätten wir also 6.000. Und wie viele Leute würden auch noch Geld bezahlen? Nochmal 10%, 600. Und dann würde ich sagen, 600 sollte man im Lager haben, oder? Das wäre doch jetzt so eine TAM-Analyse. Hättest du ja mal vorher die Beratung machen können. Ich hätte die Beratung machen können. Und ich glaub, aber uns fragt ja mal keiner. So ist es. Aber, oder man hätte es mit Wartenummer und Vorbestellung machen können, aber weiß ich nicht. Also ich habe ja überlegt, weil es jetzt nicht geklappt hat. Ja, also das nächste Mal übernimmt wieder der Kollege Chapitz Shopmanagement und Gesundheitsministerium in einem, dann klappt wieder alles. Ja, ja, weil schon. Ist ja immerhin hinterher, sagt er ja dann immer, ja, also hätte man es machen können. Nein, ich hätte Folgendes gemeint, ich hätte gesagt, 100 druck ich und der Shop muss mindestens 1000 produzieren können und das hat er wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, aber es müssen so viele Leute das gemacht haben, dass der Shop überrannt war. Und aber als kleine Entschuldigung würde ich sagen, gucken wir uns eine Idee von einem anderen Podcast ab. Eine virtuelle Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Das machen wir dieses Jahr. Und alle, die dieses wunderschöne Bild, was der Defner mir gezeigt hat mit, ich habe 3 Millionen Minuten Defner und Chavis gehört. 3 Millionen? 65.953. Was würdest du sagen, wie viel Minuten muss man gehört haben, damit man bei der virtuellen Weihnachtsfeier mitmachen kann? Nein, ich finde, das ist das können ja nicht alle mitmachen. Ja gut, dann sagen wir, aber sie sollten es als Story posten. Als Story posten? Mit uns CC. Okay, würde ich sagen, ihr macht, wir wollen, und dann muss der Text müsste dann lauten, wir wollen bei der virtuellen Weihnachtsfeier dabei sein. Und dann als mit CC? Also erstmal ist als Story gepostet. Ja, sehr wichtig, dass wir das bei Instagram auch den Leuten und wenn ihr jetzt bei Apple gehört habt, wir wollen euch natürlich nicht jetzt diskriminieren, dann könnt ihr dazu schreiben als Apple einfach, ich habe es bei Apple gehört und habe es eigentlich auch immer gehört, aber auch als Story und dann gucken wir einfach und dann würde ich irgendwie die Leute sammeln und dann gucken und dann wir, schickt ihr uns das Beweisfoto an wirtschaftspodcast@welt.de und dann würden wir die virtuelle mit dem Stichwort Betreff bitte, weil wir kriegen ja so viele Zuschriften und dann so Betreff virtuelle Weihnachtsfeier, ja? Genau, damit wir das dann nicht mit den ganzen Penis-Mails, die wir dazu bekommen, irgendwie verwechseln. Der Kollege und seine Penisse. Peinlich gibt's ja nicht. Ja, peinlich ist ich hab's noch nicht gehört. Das noch nicht gehört. Also jeder, der es noch nicht gehört hat, peinlich gibt's nicht. Hat der Chavis, durfte mal Guesthost sein. Durfte mal über Penisse reden. Hast du über Penisse geredet, ja? Ich habe den führenden Urologen der Charité gehabt und der hat wirklich, klar gab's da auch meine schlechten Pimmelwitze, aber es war wirklich ein wirklich spannender Podcast, weil er kann Leben retten. Was ist die Grundessenz? Was hast du? Die Grundessenz ist wirklich nur 11% der Männer gehen, nur 11% der Männer gehen zur Vorsorge. Und das ist einfach. Zu welcher Vorsorge? Zur? Ja, ich meine, der Urologe ist ja der Männerarzt. Ja, und das weiß der Mann nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Ich war auch noch nie in meinem Leben beim Urologen. Insofern, mich trifft das auch. Und ab 45 sollte man da hingehen. Aber auch junge Leute sollten hingehen. Einmal, weil bei der Musterung hat man früher mal festgestellt, ob irgendeine Hodengeschichte ist. Und auch das sollte man einmal als junger Mensch gemacht haben. So, das ist eine
wirkliche Informationen, die finde ich jetzt bei allen Witzen, die da gemacht werden oder bei allen Ideen über Erektionsprobleme und wie man das behebt und dies und das und ob es ein 100er-Pack Viagra günstiger gibt, auch da wird der Preis genannt. Es gibt es nämlich günstiger als Generikum. Und sollte man das einfach mal hören, weil das wirklich was ist, was man als Mann nicht erzählt bekommt. Jede Frau geht zum Frauenarzt und lernt es, aber kein Mann lernt, dass man zum Männerarzt geht. Und ich finde, das hat Thorsten Schlomm, so hieß der Urologe, wirklich sehr gut erklärt. Und das sollte man sich einfach mal anhören, um... Okay, das hören wir uns an. Ja, und das lohnt sich auch. Also jetzt nicht, das ist mehr als ein Tenbagger, weil da geht es ja wirklich um natürlich Gesundheit, um Leben und was man, wenn man rechtzeitig was erkennen kann, kann man noch was tun. Und das hat er auch erzählt. Er erzählt, er hat ganz viele Männer, die viel zu spät kommen und also dann halt einfach. Es geht um Prostatakrebs. Zum Beispiel. Aber nicht nur das. Du kannst auch das. Darmkrebs kannst du auch feststellen und solche. Es gibt auch andere Sachen, die du feststellen kannst. Für Darmkrebs gehst du ja nicht zum Urologen. Nee, aber du kannst dann, wenn da was blutig ist. Ja. Nein, ich will jetzt nicht die ganzen Details. Ihr hört ja hier keine Urologie oder peinlich. Podcast. Aber uns ist ja auch nichts peinlich, genau. Defner. Insofern. Genau. Aber wir müssen jetzt mal zu unseren eigentlichen Themen kommen, weil wir sind, die Zeit schreitet voran. Gut, also ich mein Bullen ist ja weg, sind die Menschen, die hier zuhören. Das ist wunderbar. Ja, ja. Das ist ein sehr schöner Bulle gewesen, finde ich. Ja. Ja. Dann bin ich schon dran. Jetzt, ja. Siehst du, jetzt kommt's. Also für mich ist der Bulle das Land, in dem ich vorher Urlaub gemacht habe, nämlich meinen kleinen Sommerurlaub. Griechenland. Ich war ja auf Kreta. Schon wieder? Ja, und hast du schon mal gemacht? Griechenland war schon mal ein Bulle hier. Kann man hier gar nicht oft genug als Bulle machen. Gut. Ja, ja. Also, Griechenland hat nämlich jetzt in dieser Woche die Daten zu seinem Bruttoinlandsprodukt rausgegeben und da ist es gerade das Tourismus-Comeback, das die griechische Wirtschaft angeschoben hat und da habe ich eben einen kleinen Teil mitgeschoben und da bin ich ja auch dann stolz drauf. Und wie gesagt, nochmal ein weiteres Beispiel neben Mauritius, wie wichtig einfach Tourismus ist für solche Volkswirtschaften. In Griechenland, da hat dann im dritten Quartal das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 2,7% zugelegt. Mhm. Deutsche Wirtschaft im Vergleich dazu ja nur um 1,7%. Und da hat sich das Wachstum in Griechenland sogar beschleunigt von 2,1% im zweiten Quartal. Und sie rechnen jetzt damit, dass es in Griechenland in diesem Jahr durchaus ein Wachstum von über 8% geben könnte, erwarten Ökonomen. Und eben vor allem wegen der Erholung des Tourismus. Der trägt ein Fünftel zum Bruttoinlandsprodukt Griechenlands bei. Und im vergangenen Jahr, da war ja die griechische Wirtschaft aufgrund, also 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und der Restriktionen im Tourismus dann um 9% eingebrochen und jetzt eben wieder eine deutliche Erholung von 8%, die da erwartet wird. Und das muss jetzt auch nicht nur eine Einmalfliege sein, weil ich meine, die Erholung sollte im nächsten Jahr Ein Tagesfliege. Die Erholung sollte ja in den nächsten Jahren, also die Erholung von der Pandemie in diesem Jahr war, das habe ich ja auch selber erlebt, dass es da immer noch natürlich trotz wieder hochgefahrenem Tourismus immer noch keine Vollauslastungen gab und so weiter. Also da ist ja noch Steigerungspotenzial allein im Tourismus in den nächsten Jahren und wir hoffen ja jetzt mal, dass es endlich 2022, dass wir dann endlich mal richtig rauskommen aus der Krise, dass davon also Griechenland weiter profitieren sollte und was dann noch nachhaltig auch die griechische Wirtschaft anschieben dürfte, ist dann sicherlich, dass sie ja aus dem Corona-Pandemie-Wiederaufbaufonds der EU einen sehr großen Batzen kriegen, der da dann investiert werden kann. Da kriegen sie ja, ich glaube 30 Milliarden sind es, die sie da kriegen. 31 Milliarden sollen sie aus diesem Topf erhalten. Und fast ein Viertel davon wird für Digitalisierungsprojekte verwendet. Das sind ja zweckgebundene Mittel. Und kann man sich eben fragen, wer wird davon profitieren, aktientechnisch? Das gerade von der Digitalisierung könnte dann eben die Telekom-Firma in Griechenland, die OTE Hellenic Telekom, profitieren, an der übrigens die Deutsche Telekom mit 48% beteiligt ist. Und die sollte also von diesem Effekt weiter profitieren. Dazu kommt auch noch, dass im nächsten Jahr bei der OTE in Griechenland teilweise die Besteuerung von Mobilfunknutzung reduziert wird. Und das sollte auch wieder der Penetration und der Datennutzung dann erhöhen. Also da sollte OTE Hellenic Telekom weiter von profitieren. Ich habe auch schon früher öfters mal immer wieder auf
eine Erholung in Griechenland gesetzt. Da kann man natürlich dann das immer auch über die Banken spielen, die ja natürlich in der Finanzkrise besonders unter die Räder kamen. Und wenn sich die Wirtschaft erholt, dann sinkt die Zahl der Problemkredite. Eine führende Bank in Griechenland ist die Alpha Bank. Ja, die kann man sich dann auch anschauen, wenn man Interesse hat. Und eine interessante Aktie habe ich auch noch gefunden, die ich bisher noch nicht kannte, Mytilineos, ja, eine Holding, dazu gehört unter anderem Aluminium of Greece. Und Aluminiumpreise sind ja auch durch die Decke gegangen, ja. Aber sie setzen vor allem auch sehr stark auf erneuerbare Energien, Wasserstoffgewinnung, Anlagenbau und Infrastrukturprojekte. Und das sind ja jetzt auch wieder Gewinner, die sicherlich von diesem Wiederaufbaufonds der EU profitieren werden. Und ich meine, für erneuerbare Energien ist natürlich Griechenland wie gemacht, vor allem für Solarprojekte, aber auch für Windprojekte. Und da kann man sich auch vorstellen, dass diese Firma da profitieren könnte. Mytilineos. Ja, Mytilineos. Ich könnte sogar die WKN sagen, wenn du sie wissen möchtest. Ich habe hier nämlich dieses wunderbare Teil. Die WKN lautet 934398. Als kleinen Service. Keine Werbung, 934398. Natürlich ist es keine Idee. Werbung, weil wir dafür kein Geld kriegen. So ist es, wie auch bei anderen Ideen. Ja. Ja. Ist in diesem Jahr 27,2% gelaufen und ist... Ja, der griechische Aktienmarkt ist insgesamt auch nicht so doll gelaufen. Nee, ich habe den Gesamtmarkt, ich kann dir sagen, was der Gesamtmarkt gemacht hat, habe ich extra hier rausgesucht. Den Artex Composite. Der ASE Athens Dingens hat 10,4 gemacht. Das ist okay, aber für einen Markt, wo irgendwie die Wall Street 25 macht, willst du nicht mit 10. Man muss aber sagen, der ist ein bisschen ungleich gewichtet auch. Da sind auch eben noch viele Banken drin und das so weiter. Ist halt das Problem. Also wenn man marktbreit investieren möchte, sollte man lieber einen breiter angelegten ETF kaufen. Zum Beispiel gibt es da den Luxor MSCI Greece. Okay, was kann und der jetzt? Der bildet die Wertentwicklung der 25 wichtigsten Blue Chips ab. Breiter, 25 Blue Wer Chips? Wer den Fonds vor einem Jahr ins Depot nahm, habe ich MSCI gelesen. Greece. Also, ich gucke jetzt hier mal live nach. Für MSCI, also Luxor MSCI Greece. Genau. Gibt es hier als, so haben wir. So, und dann gucken wir mal, was der kann. Was hat der gemacht in dem Jahr? Was hat er dieses Jahr gemacht? Ich sagte, ich gucke. Der hat dieses Jahr gemacht Performance, year to date 11,9, bisschen mehr. Besser. Aber wie gesagt, es geht ja vor allem auch um die weiteren Aussichten, es geht ja nicht um die Vergangenheit. Nie zurückblickt, bei Aktien guckt man immer in die Zukunft, Da hast du völlig recht. Ich glaube einfach, dass Griechenland auf einem Pfad der Erholung ist, auch weil sie einfach auch Reformen gemacht haben, sogar Christian Lindner hat heute hier bei der Vorstellung als Wirtschaftsminister, als Finanzminister, bitteschön, Christian Lindner, an diesem Mittwoch wird er dann vereidigt, dann ist es soweit, bisher noch designiert, explizit die griechische Regierung gelobt, es gebe beeindruckende Erfolge durch Reformen, er freue sich bereits auf Gespräche in Griechenland und die FDP war ja doch auch immer eine der Parteien, die Griechenland-Rettung eher kritisch begleitet haben, sage ich jetzt mal vorsichtig, zumindest einzelne Abgeordnete aus den Reihen der FDP. Stimmt. So, jetzt haben wir mal Mytilineos geguckt auf 5-Jahres-Sicht. Hat die Aktie 23% pro Jahr gemacht. Also man kann mit griechischen Aktien durchaus was machen. Müssen wir natürlich gucken, ob man die in Deutschland handeln kann, aber... Muss man alles gucken und ihr habt das... aber das ist auch einfach nur eine Idee und der Bulle der Woche geht vor allem aber an Griechenland und... Nein, nur wenn jetzt da der Statistikmensch hier uns macht, dann soll er auch die guten Ideen hier mal aufnehmen. Jo. Er hat ja nur die schlechten aufgenommen und deswegen sind wir hier so schlecht. Das gucken wir uns erst nochmal genau an. Das gucken wir uns mal an. Genau. Auch nach Gewichtung und so. Vielleicht ist es... Gewichtung? Ja, ich meine, vor allem ist ja jetzt in der letzten Woche ist ja alles eingebrochen. Wir haben natürlich, sagen wir mal so, doch etwas stärkere Technologielastigkeit bei unseren Ideen. Stimmt. Gehabt in der Vergangenheit, ja. Oder ich hatte ja so ein Psychopharmaka-Kram. Ich könnte mal gucken, was das gemacht hat. Ich glaube, lass uns mal weitermachen hier, weil wir gucken, die Bilanz machen wir in zwei Wochen. Gut, so. dann komme ich zu meinem Bären der Woche. Das ist relativ schnell erzählt. Es geht, ich weiß, viele Menschen, die hier zuhören, halten große Stücke auf Kapitallebensversicherungen. Also das sind Lebensversicherungen, mit denen man Kapital anspart. Und jetzt hat die Allianz Leben neue Zahlen vorgelegt. Und das habe ich mal als Anlass genommen, um die Kapitallebensversicherung oder diese private Rentenversicherung insgesamt mal wieder den Bären zu vergeben. Weil was man nämlich sieht, die Allianz hat... schreibt den Menschen 2,3% auf diese klassische Kapitallebensversicherung gut. Und wenn man halt mal guckt,
was die Inflation ist. Die wird ja dieses Jahr, wenn man mal einen Durchschnitt nimmt, ungefähr bei 3,1% liegen. Wir sind jetzt schon über die 5 gestiegen, aber wenn man dann den Jahresdurchschnitt nimmt, kommt man ungefähr bei 3,1 raus. Und selbst die Allianz, die einer der besseren Zahler bei den Lebensversicherungen ist, hat jetzt eine negative Realrendite. Und das ist zum ersten Mal in der, wirklich, wir haben zurückgeguckt bis in die 90er Jahre, bis Ende der 80er Jahre, dass die deutsche Lebensversicherung nicht nur Rendite schwach ist, sondern auch, wenn man reale Werte betrachtet, nämlich abzüglich der Inflation, halt einfach ein Minus macht. Und wenn man ein Produkt hat, mit dem man seine Altersvorsorge haben will, will man wenigstens sein Geld, die Kaufkraft des Geldes erhalten. Also wenn man dann noch ein Produkt hat, was sogar nicht mal die Kaufkraft des Geldes erhält, dann ist das halt wirklich ein Produkt, was man nicht wirklich gebrauchen kann. Und jetzt muss man sehen, die Allianz ist ja mit 2,3 noch einer der besseren Zahler. Also was man sieht, es wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht weiter mit den Renditen runtergehen. Die sind in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen. Die durchschnittliche Verzinsung der Lebensversicherung ist bei 2,1%. Da werden wir ungefähr auch bleiben. Und wenn man dann diese Inflationszahlen abzieht und noch guckt, was in den nächsten Jahren an Inflationsraten gibt, und die werden sicherlich eher bei 3 als bei 2 liegen, dann haben wir halt für dieses Produkt Lebensversicherung eine Minusrendite. Jetzt gibt es natürlich noch Leute, die haben Altverträge, lukrative. Bis 2003 hat man ja noch eine Garantieverzinsung von teilweise 4% bekommen. Also ich habe zur Jahrtausendwende habe ich hier bei Springer angefangen, da gab es so ein Presseversorgungswerk, eine Lebensversicherung hat man dazu bekommen, da habe ich 4%. Da geht das jetzt noch, aber alle, die ab 2003 eine Lebensversicherung gemacht haben, da ist der Garantiezins nur noch 2,75. All die Leute werden mit ihrer Lebensversicherung in den nächsten Jahren, ich würde mal sagen, im nächsten Jahr oder sogar noch im übernächsten Jahr und in diesem Jahr keine reale Rendite mehr damit machen. Und diese Überschussbeteiligung, diese Verzinsungen, die jetzt veröffentlicht werden, das ist ja noch nicht mal die Nettoverzinsung, die man kriegt, sondern von der Lebensversicherung gehen ja noch Gebühren ab und geht ja auch noch der Todesfallschutz ab. Ich will jetzt nicht sagen, Todesfallschutz ist natürlich eine Leistung und die muss natürlich auch bepreist werden. Keine Frage, das ist so. Aber wenn man auch alles abziehen würde, würde man feststellen, mit der Lebensversicherung wird man in den nächsten Jahren keine reale Rendite mehr bekommen. Jetzt ist die Frage, wer hat jetzt so ein Ding? Also erstmal eine kaufen würde ich auf keinen Fall mehr, selbst wenn man jetzt sagt, es gibt jetzt diese neuen Policen, wo man fondsgebunden, also wo man mit ETFs auch machen kann oder sonst wie, da sind die Gebühren relativ hoch. Klar, das ist steuerlich ein bisschen bevorteilt. Ich weiß, die Diskussion wird jetzt wieder kommen. Da ist ja, da jetzt ist schreiben ja, uns wieder alle Versicherungsvertreter ich weiß, da draußen. Es ist so, dass man 50% der Zuwächse nur versteuern muss. Und wenn man das dann mit den Gebühren irgendwie versucht zu verhindern, dann kann es sein, dass es vielleicht, dass man pari rauskommt. Aber es ist keine Flexibilität. Es ist, man kann nicht sagen, dafür hat man mehr Disziplin, weil man sparen muss und wenig Flexibilität hat. Okay, vielleicht ist das auch noch ein Wert. Aber dieses Produkt ist einfach kein Produkt, was für eine Welt, wo man Risiken eingehen muss, wo man flexibel sein muss, wo man sagen muss, ist halt die Lebensversicherung nicht das passende Produkt. Und wer einen klassischen Vertrag hat, ich würde jetzt nicht meinen, auf den Markt werfen und verkaufen, was man einfach machen könnte, ihn einfach stilllegen und einfach sagen, okay, ich lasse das Geld, was da drin ist, das ist da jetzt halt drin. Und wenn ich das Geld nicht brauche, muss ich es jetzt auch nicht irgendwie zwangsverkaufen. Man kann es an den Versicherer verkaufen. Es gibt auch so Zweitanbieter, aber da gibt es auch nicht mehr so viele, die das machen. Dann kann man es einfach stilllegen, kann das Geld dann irgendwie in was Besseres versuchen zu investieren, auf jeden Fall in was höher Rentierendes. Und und wenn man es neu macht, würde ich dieses Produkt, wenn man eine Lebensversicherung braucht, wo man Todesfall absichern will, dann kann man das getrennt als einzelne Versicherung kaufen und eine nicht Risikolebensversicherung, dazu, sehr schön genau. gesagt, und muss dann nicht dazu noch irgendwie ansparen darüber und das verknüpfen miteinander und so weiter. Und auch die Idee, dass man jetzt schon weiß, welche Raten man später in der Rente bekommt und möglicherweise werden die Leute ja alle 150 und man könnte heute sich schon die Lebenserwartung, die nicht so hoch ist, einloggen und würde dann im Alter bessere Planungssicherheit haben. Das ist auch immer ein Argument, was dafür spricht. A, sind die Kalkulationen so gemacht, dass die Lebenserwartung jetzt schon auf irgendwie 100 ungefähr ist. Also insofern hat man diese großen Gewinne nicht. Und insofern wird er auch wirklich auch das nicht machen. Und wer im Alter dann was verrenten will, der kann das immer noch machen mit seinem Geld. Man kann nämlich eine Verrentung auch machen, wenn man einen großen Geldbetrag hat. Also insofern muss man das heute auch nicht machen. Und deswegen würde ich sagen, mein Bär der Woche ist die Lebensversicherung. Und ihr müsst mir keine Mails schreiben. So. Und wir haben mal geguckt, auch wenn man guckt, natürlich gibt es Jahre, wo die Lebensversicherung besser abgeschossen hat als der MSCI Welt. Na klar, weil es natürlich auch Minusjahre beim MSCI Welt gab, aber über die lange Frist und eine Sparsache ist eine lange Frist, ist die Aktie das bessere Instrument gewesen. Punkt.
breit angelegt, eben, ja, wie wir immer wieder empfehlen, als Basisinvestment kann man so gar nicht oft genug dazu sagen, auch gleich wieder bei unseren Thema, das auch noch kommt. Ja, also ich mache es jetzt ganz schnell mit meinem Bär der Woche, passt auch zum Thema, denn ist es mal hier alles eingebrochen, nicht nur die Tech-Märkte. Es gab eben auch bei meinem Lieblingsthema, den Kryptowährungen. Einer muss ja vor Ihnen warnen, der letzte Kryptobär auf dieser Welt, das ist der Defner. Und ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Auf die Risiken in dieser Welt, in der sich so viele tummeln, also leichtsinnigerweise oft auch mit, also ich muss es doch erzählen, weil hier, ihr habt den Doppelgänger-Podcast gehört, ja. Und der Kollege vom Pip Glöckner ist der, wie heißt der, auch Glöckner mit G? Ja? Auch Philipp. Ja, auch Philipp, ne? Der heißt Glöckler. Glöckler. G. Philipp Glöckler, ja. Und der prahlt da, dass er jetzt mit NFTs rumzockt und irgendwie so im fünfstelligen Bereich, ja, jetzt hier mal vom Freund einen Tipp bekommen hat und da kaufte sie jetzt mal ein paar NFTs. Och, die haben jetzt schon wieder ein paar Tausender verloren. Da habe ich gedacht, hey, das ist, und das ist der Podcast, wo er bei dem immer vor Aktien aus dem Defner-Reich, aus dem Schrott-Imperium von Defner, jetzt gerne gewarnt wird. Zurück? Ja, muss ich sagen. Ja, das der Imperium. Das versucht hier zurück. Das Imperium. Einer schrieb mir ja bei Instagram, irgendwann, sag's mal dem Chapitz, irgendwann schlägt das Tech-Schrott-Imperium von Defner zurück und es wird gewaltig. Erstmal ist es erstmal ein bisschen unter Wasser. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Nein, aber ich meine, das ist nur ein Beispiel dafür. Ja, wie leicht fährt immer, kriegt von irgendjemandem einen Tipp und da kauft man ein bisschen NFTs für 10.000. Ach, scheißegal, schon wieder ein bisschen weniger wert geworden. Ja, gut. Die klingt so ein bisschen nach, für mich klang das so nach Hamburger Rich Kids. Ach ja, mein, was das für so ein Geld müssen andere echt, glaube ich, viele da draußen sehr lange arbeiten. Aber das nur dazu. Und wahrscheinlich hat er auch, aber das ist jetzt im NFT-Bereich, aber der Kryptomarkt ist mal halt wieder auch fett unter Druck gekommen, am Wochenende vor allem. Da gab es ja einen richtigen Flash-Crash. Und wenn das an der Börse passiert wäre, dann hätte Chapitz ja wieder einen riesen Artikel geschrieben jetzt über den großen Crash. Im Kryptomarkt, da wird ja immer nur geschrieben, wenn es wieder auf die 100.000 zugeht. Wie gesagt, ein richtig krasser Einbruch innerhalb von kurzer Zeit am frühen Samstag, innerhalb weniger als einer Stunde ist der Bitcoin auf knapp $42 eingebrochen, um über 20%, rund ein Fünftel also, hat sich dann bis zum Sonntagabend wieder etwas erholt. Es gibt keine Liquidität am Samstag. Ja, ist doch logisch, wenn du keine Liquidität hast, dann passiert aber trotzdem, das halt. Ja, und damit ist er ja unter 40% unter das Allzeithoch gefallen, das er ja noch Anfang November, also vor ungefähr einem Monat markiert hat, bei knapp $69.000. Und an diesem Dienstag ist er wieder über 50.000 gestiegen, aber trotzdem ist der Bitcoin nach wie vor auch wieder deutlich eben unter diesen Allzeithochs und das in einer Zeit, wo es ja turbulent zugeht, wo wieder viele Gefahren, die kommen gleich mal zu sprechen, draußen sind und vor allem, wo die Inflation angezogen ist, ja. Und dann wollen mir Leute erzählen, das sei ein digitales Gold, das habe irgendetwas mit einer Währung zu tun, eine Währung, die innerhalb von einer Stunde 20% verliert, da würden alle anderen überall auf der Welt schreien, oh Gott, Inflation, das ist ja schlimmer als in Venezuela, ja. Und das hat nichts mit digitalem Gold, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendeinen Währungscharakter hat, diese angebliche Kryptowährung. Das hat gar nichts mit einem Hedge gegen Inflation zu tun. Wir haben gerade in der letzten Woche ja neue hohe 5,2% Inflation in Deutschland, hätte ja der Bitcoin profitieren müssen. Auch das ist nicht der Fall. Also das ist einfach nur ein Zockerobjekt, das ist eine Zockerwährung und nichts anderes ist das. Das ist ein spekulatives Objekt und das hat nichts mit einem Hedge gegen irgendwas zu tun, meiner Meinung nach. Und es kommen auch weiter wieder Unsicherheiten. An diesem Mittwoch gibt es ja dann endlich mal auch eine Vorladung der großen CEOs von Krypto-Plattformen in Amerika. Da geht es dann wieder um das Thema Regulierung. Da ist zum Beispiel der Coinbase mit dabei und so weiter. Und das Thema Regulierung ist nach wie vor ein Thema, das im Raume steht, gerade in den USA, wo man die Stablecoins vor allem im Visier hat, habe ich ja auch schon mal neulich mal als Bär der Woche Tether hier angezählt, die dringend hier, wo es sehr viel Unklarheiten gibt über deren Liquiditätsreserven.
Und so weiter. Eins noch zu Tether. Da habe ich ja dann in dem Zusammenhang einen kleinen Fehler, ist mir unterlaufen. Hat mich, Tether? Hat mich Georgios, der alte Grieche aus der Wetterredaktion, hat gesagt, so, weil ich habe gesagt, Tether, geschrieben Theta mit CH in der Mitte. Ja, habe ich gesagt, das wäre ja auch ein griechischer Buchstabe, ein Buchstabe im griechischen Alphabet. Okay. Muss ich korrigieren, ja, für alle Freunde der griechischen Rechtschreibung. Mhm. Der griechische Buchstabe, der wird anders gesprochen und geschrieben. Theta oder ach, Theta. Oder Theta. Theta. Oder Theta. Also im Neugriechischen Theta. Ja. Also wir können und das nicht der mehr wird geschrieben Theta. Also wir kriegen das nicht mehr als Virusvariante, den Tether. Genau. Dann, ich dachte schon, dann hast du den nächsten Virus. Ist der schon übersprungen worden? Nein, wir haben ja schon ein paar übersprungen. Wissen wir, ja, wurden ein paar. Der Xi ist übersprungen worden. Der Xi ist übersprungen worden, weil wir hier nicht dem Chinesen irgendwas unterjubeln wollen. Also vielleicht wir wollen ja dem Chinesen keine aber Variante. Aber zum Tether kommen wir jetzt nicht mehr, willst du mir sagen? Zum Tether kommen nein, ich wollte bloß noch mal sagen, das wollte ich nur in dem Zusammenhang klarstellen. Also Theta, Theta ist der griechische Buchstabe im Altgriechischen, ja. Und im Neugriechischen heißt der Buchstabe Theta, ja. Okay. So, damit das auch klar ist, wir versuchen ja hier alles, es ist nicht immer alles, was wir hier so erzählen, dann ganz faktisch sicher, ja, aber wir korrigieren gerne. Ja? Sehr gut. Wenn uns viel auffallen. So. Dann hast du es sehr schön gesagt. Und übrigens haben wir am Wochenende kam auch noch raus, dass Cyberkriminelle 200 Millionen Dollar bei Bitmart erbeutet haben, weil sie eine Hot Wallet geknackt haben. Ja, aber das ist aber du musst immer unterscheiden, die Wallet und die Währung. Und die Wallet, natürlich, das passiert immer wieder, dass Währungen nicht gut geschützt sind, dass die auch gestohlen werden, ist ja auf ganz vielen Plattformen schon passiert, weil sie nicht gut geschützt waren. Aber die Währung an sich, darum geht es ja. Die Sicherheit, die Frage ist ja, ist die Währung knackbar? Und wenn die nicht knackbar ist, dann das kommt schon auch noch, möglicherweise. Ja, wenn wir auch die Quantencomputer haben. Irgendwann kommt der Quantencomputer und knackt auch den IBM-Mann und ganz große Quantencomputer. Dann sitze ich hier und Bitcoin. Ja. Ich sehe schon, demnächst hat er hier als Bulle der Woche IBM, die bauen den Quantencomputer, mit dem man Bitcoin knacken kann. Das ist wunderbar. Ist ja nicht so ganz klar, warum das eingebrochen ist am Wochenende. Manche haben ja auch, hat sicherlich eben mit niedriger Liquidität zu tun. Ja, aber es hat natürlich mit den Turbulenzen an den Märkten am Freitag zu tun. Und also, was man sagen muss, und es wurde offenbar, wird halt im Kryptobereich auch viel auf Kredit spekuliert. Und da gab es dann Margin Calls. Und wenn dann eine Jumia-Aktie gefallen ist und du musst da nachschießen, dann musst du halt ein paar Dinge verkaufen. Ist halt so. Ja, ist halt. Die Leute, die häufen halt das Risiko an. Die haben halt in verschiedenen risikohaften Sachen haben sie ihren Kram drin und wenn eine risikohafte Sache kippt, dann kippen die anderen Dinger mit. Ja, genau, aber dann wird ja immer gesagt, das wäre eine Diversifikation. Es ist keine Diversifikation. Es läuft eins zu eins mit dem Techno-Schrott von Defner meinetwegen, ja? Ja. Also hält sich der Krypto-Schrott oder der Techno-Schrott nicht die Waage. Das geht eins zu eins nach unten, ja? Soll ich mal, ich mach mal Bitcoin gegen deine E-Hang-Aktie mal als Korrelation, dann gucken wir mal, ob die Aber können. Die E-Hang, die hat ihre gute Zeit halt noch vorher sich, ja? Das ist natürlich der Bitcoin hat auch seine gute Zeit noch vor sich. Ja, die ist natürlich schlecht. Kannst ja auch Standard Lithium habe ich auch schon mal hier empfohlen. Die hat 1800% gemacht, ja. Also, empfohlen haben wir hier nie was. Wir haben nicht, eine Idee. Nein, als Idee also genannt. Nein, empfohlen nicht. Aber ich meine, man kann sich immer jetzt auf eine schlechte Idee dann heraus. Die E-Hang wird ihre große Zeit noch vor sich haben. Die ist halt jetzt wieder mit den ganzen chinesischen Aktien unter Druck gekommen. Wir müssen jetzt aber zum Thema kommen. Wir müssen jetzt mal wirklich Gas geben hier. Ja, gut. Wirklich. Also das kannst du jetzt gleich nochmal so. Und ich sage ja nicht, dass ich keine riskanten Ideen hier habe. Ich warne immer wieder nur davor, zu meinen, Krypto sei irgendwie eine Art von Diversifikation oder sei irgendeine Art Stabilitätsanker im Depot. Ja? Ist so. Es nicht. Also so. Die Korrelation zwischen E-Hang und Bitcoin ist 0,15. Immerhin ist sie positiv. So. Das ist also keine negative Korrelation, ist jetzt keine 1-1-Korrelation, aber immerhin. So, dann kommen wir zum Thema. Es geht ja um den Markteinbruch und die Frage, was man da, wie man A, damit umgeht, wenn es so einen fetten Einbruch gibt und B, die Frage, ob man möglicherweise da jetzt schon spannende Einschießkurse hat
oder ja, was man damit machen kann. Und vielleicht vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulation. Es ging ja los, es gab diesen berühmten Freitag, als die neue Virusvariante aus Südafrika auftauchte, wie aus dem Nichts. Und dann gab es diesen berühmten... Das war ja schon vor dem Freitag. Der große Einbruch ging los mit dem der Omikron-Freitag. Ja, aber der Omikron kam doch schon ein paar Tage früher, ne? Nee, der war an diesem Freitag. Nicht vom letzten Freitag, davor schon die Woche. Black Friday Verkaufswochenende, genau. Da war der Omikron quasi auch zum schwarzen Freitag. Genau, an der Börse. Da kam der Omikron um die Ecke und da weiß ich noch, saß ich mit meiner Frau im Fernsehen und dann haben wir dieses wunderbare Gespräch gehabt, legendär, und sie fragte so, was macht denn das Haushaltsgeld vor voller Kulisse? Und ich sagte, Schatz, wir sind ein paar Tausis ärmer. Und sie guckte etwas irritiert, dann merkte ich, Frauen gehen mit Verlusten anders um als Männer. Also so ging es halt los und dann ging die Woche drauf, gab es das Hearing von Jerome Powell, dem Fed-Chef, und da wurde vor dem Kongress gefragt, wie sieht's denn aus mit der Inflation und was ist denn da los? Und dann sagt er, naja, also müssen wir als Notenbanker jetzt das streichen, dass die Inflation nur vorübergehend ist und es könnte sein, dass wir das Tapering schneller machen müssen und dass wir deswegen irgendwie aggressiver vorgehen müssen. Und das beides zusammen. Kleiner Zwischenruf, ja, von wegen Notenbanken würden nicht auf Inflation reagieren. Ja, aber kleiner Zwischenruf zurück war, was passierte dann? Dann ging halt die Hölle los und alle, also noch nicht, das Gute ist ja, oder das für die Tech-Aktionäre das Schlechte ist, dass nur die Tech-Werte richtig unter Druck kamen. Und ich habe mal so einen Index gebaut, wo ich nur die Tech-Werte reingebracht habe, die Verluste haben. Gibt's von Goldman Sachs ein Vorbild, das habe ich mal versucht nachzubauen. Da sind nur Tech-Werte drin, die Verluste haben. Und die reagieren auf solche Sachen natürlich immer sehr stark. Wenn die Angst davor ist, dass die Inflation anspringen. Dann haben wir noch die Omikron-Variante gehabt, wo es Unsicherheit gibt. Und das beides zusammen, Zinsangst und Unsicherheit, die haben halt dazu geführt, dass Menschen gesagt haben, wir müssen unsere Risiken in unseren Portfolios reduzieren. Und dann kommt natürlich erstmal das riskanteste Bracket von der Börse zum Verkauf. Und das sind A, hochbewertete Tech-Werte, beziehungsweise die Werte, die Verluste machen. Und so ging es dann halt wahnsinnig runter. Und dann dieser Index mit den Aktien ohne Gewinn, der ist 25% gefallen von November bis jetzt. Und wenn man das mal guckt, bei Cathie Wood im Portfolio drin, die hat 48 Werte, 47 Werte waren im Bärenmarkt, also sprich 20% oder stärker im Minus. Und man sieht, was da wirklich, das sind ja die Hype-Aktien schlechthin, was da wirklich passiert ist. Und da muss man jetzt als Anleger sich fragen, also folgendes Szenario oder folgende Idee muss man jetzt sich fragen, wird die Notenbank, wenn sie Mitte Dezember zusammenkommt, die amerikanische, wird sie wirklich hingehen und wird sagen, auch wir werden das Tapering beschleunigen und werden nicht das sanft abbauen, sondern wir werden das schneller machen. Und wenn das passieren sollte, dann wird es natürlich dann zu Angst kommen. Und wir haben ja schon häufiger hier den Zusammenhang genannt zwischen höheren Zinsen oder weniger Liquidität und Tech-Werten. Man muss halt sagen, wenn es Geld reichlich gibt, dann suchen die Leute immer nach Rendite und dann geht man immer riskantere Sachen ein und dann ist so ein Risk-On, so heißt es im Fachdeutsch, ist halt diese gute Stimmung da. Und wenn halt die Liquidität schneller dem Markt entzogen wird und weniger da ist und dann die Leute auch noch, die normalen Anleger, die ja auch Geld haben zum Anlegen, das ist ja nicht nur das Notenbankgeld, dann auch noch kritischer werden, dann hat man halt so ein Risk-Off-Moment und dann werden halt die riskanteren Sachen rausgebaut. Und das muss man sich halt jetzt wirklich fragen, wenn man sein Portfolio sich anguckt, ist es einfach nur normales Risk-Off, also dass man Bewertungen rausnimmt, oder ist der Einbruch bei einigen Aktien auch dadurch geschuldet, dass die auch enttäuscht haben, schlechtere Zahlen haben und wo ich das Geschäftsmodell, Wachstumsmodell nicht mehr da ist. Und wenn man jetzt in sein Portfolio reinguckt und sagt, okay, meine Aktien, die ich habe, das sind eigentlich nur die wo ja gut, lass uns Luft mal zu den konkreten ist, Dings dann kannst Schluss du sagen, kommen. Dann ja, kann ich ja. Das halt behalten und muss halt warten, bis sie wieder in die Bewertung reinwachsen. Und wenn ich halt Sachen habe, die nicht mehr so aufgehen, wenn ich eine Peloton habe oder wenn ich, wobei die ist schon so billig jetzt, weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch verkaufen würde, oder wenn ich eine Zoom hätte, wahrscheinlich ist die auch schon zu billig. Aber wenn man solche Sachen hat, wo das Wachstumsmodell nicht mehr funktioniert, da muss man halt tätig werden. Und das ist halt, die Frage ist halt, was wird die Notenbank Mitte Dezember machen? Und es hängt auch davon ab, was diese Woche für Inflationszahlen aus Amerika kommen. Da ist sogar eine 7 im Gespräch. Es könnte sogar auf 7% hochgehen, die Inflation. Und wenn das so wäre, dann hätte man natürlich wieder die Zinsangst und dann hätte man wieder diese Sache. Und vielleicht das noch zum Schluss, weil Aktien werden ja immer so bewertet, es geht darum, um Gewinnperspektiven
Und die müssen sich ja gar nicht verändert haben. Aber auch, welche Bewertung man diesen Gewinnen beimisst. Und wenn halt irgendwie die Zinsen höher sind und wenn das Risikosentiment nicht mehr so doll ist, wenn nicht mehr so viel Liquidität da ist, wird man den zukünftigen Gewinnen auch weniger beimessen wollen. Und dann kann es halt passieren, dass eine Aktie sich halbiert, obwohl an der Gewinnsituation sich nichts verändert hat. Bestes Beispiel war ja Deutsche Telekom, die hatte ja mal ein KGV von 80 und jetzt sagen die Leute, nee, 80 ist zu viel, wir geben dir nur noch ein KGV von, weiß ich nicht, 15. Und dann hat man halt, obwohl die Gewinne die gleichen sind, durch das niedrigere Bewertung hat man halt diesen Einbruch und das muss man halt sehen und im Zweifelsfall muss man bei seinen Tech-Werten dann ja überlegen, was tut man. Und vielleicht. Okay, eigentlich wolltest du ja hier die große These verkünden, dass das eigentlich auch so erst der Anfang ist vom Einbruch. Also ich würde gut, ne? Ich kann die These also, ja gerne sagen. Was meine These ist, also was man halt sieht, die Notenbank wird meines Erachtens nicht wahnsinnig jetzt auf die Märkte Rücksicht nehmen. Weil wenn man den Breitmarkt anguckt, hat er 5% gerade mal verloren. Und der Nasdaq 100 ist 5% im Minus. Heute ist er sogar 2% im Plus schon vorbörslich. Also an diesem Dienstag, ja, wo wir aufzeichnen. Und das man ist sieht, halt, also ja. Die Sache ist, der breite Markt hat wirklich nicht doll verloren. Es sind nur die hinteren Aktionen. Und die Notenbank wird erst dann einschreiten, glaube ich, wenn der breite Markt zwischen 10% und 15% oder 20% einbricht, dann. Und solange das nicht passiert, kann es halt noch passieren, dass die Notenbank nicht schon. Also einschreiten ist ja auch das falsche Wort, ja, in dem Zusammenhang. Halt, sondern dass die Notenbank sich nicht zurückhalten. Nicht zurückhält, ja. Genau. Und meine These wäre halt jetzt, dass die Jahresendrallye wirklich vielleicht jetzt nochmal so eine kleine Gegenwart, die Jahresendrallye wird ausfallen. Und ich glaube nicht mehr, dass jetzt in diesem Jahr noch so wahnsinnig viel beim Nasdaq 100 dazu kommt. Weil wir wollen ja wenigstens eine Wette machen. Genau. So, und ich meine, vor zwei Tagen am Telefon oder gestern hörte sich das ja alles noch dramatischer an, jetzt wo die Märkte wieder steigen. Wir haben übrigens gestern telefoniert, gestern war gestern haben wir Nachmittag. Ja, das genau. War nicht vor zwei Tagen. Ja, okay, genau. Gestern. Ja, es ist gefühlt, was das kommt. Ich vermisse dich dann immer so. Das fühlt sich, ja, das fühlt sich wie zwei Tage an. So, Ich würde sagen, dass das schon wieder der Tiefpunkt war, ja, die letzten Wochen. Und da war ja wirklich Panik an den Märkten, soweit ich das von Mauritius aus beobachten konnte. Ich habe mich jetzt nicht zu intensiv damit beschäftigt, aber immer wieder mal schon mal geguckt und gelesen. Und da war ja die Stimmung schon auf dem Tiefpunkt hier beim Kollegen Sommerfeld, der dann schon morgens um 6.30 Uhr in sein Depot guckt und da tiefrote Kurse sieht. Also es war nicht nur hierzulande und was man gehört hat, sondern auch die entsprechenden Stimmungsindizes. Gibt es ja zum Beispiel den von CNN Fear and Greed Index, der ist dramatisch auch abgestürzt in Richtung extreme Angst auf 20 Punkte noch. Der geht von 20, von 0 bis 100 Punkte. 100 Punkte sind extreme Gier und 0 extreme Angst. Bei 50 ist quasi in der Mitte, ja, und auf 20, und das ist schon so ein Tiefwert, wie er ihn schon länger nicht mehr erreicht hatte. Und auch ein anderer Indikator, das Angstbarometer VIX, VIX beim Nasdaq 100, ist kräftig, also der Volatilitätsindex in die Höhe geschnellt. Das sind einfach so Indikatoren, dass die Angst wieder besonders groß ist, und das ist dann immer für mich irgendwie so ein Zeichen, wo ich dann, ja, um es mit Warren Buffett zu werden, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Wir haben ja das letzte Mal auch schon in unserer Q&A über die FOMO gesprochen, die wir da auch beide immer wieder an den Tag legen, und das waren sicherlich so Ausprägungen dafür, dass in diesem Jahr immer wieder auch die Angst, etwas zu verpassen, groß war und dass hohe Bewertungen gekommen sind. Und jetzt kam halt vieles zusammen. Du hast ein paar Punkte genannt. Omikron natürlich. Das mag halt die Börse gar nicht. Wieder so ein schwarzen Schwan. Da war ja die ersten Tage wirklich nicht wirklich klar, wie stark wird diese Auswirkungen es haben wird. Jetzt mittlerweile weicht diese Omikron-Angst etwas, weil man wieder glaubt, dass es doch nicht vielleicht so extrem gefährlich ist, diese neue Virusvariante. Die Zinsängste, und ich meine, da habe ich ja immer wieder darauf hingewiesen, Tapering, dass die USA das machen werden, die amerikanische Notenbank, hast du ja immer gemeint, ach nee, die werden nicht groß tapern. Aber du hast ja gesehen, was passiert. Ja, du hast was ja gesehen, was passiert, ja, aber und das werden sie nicht durchziehen können. Du wirst irgendwie feststellen, was ist denn jetzt passiert? Warum sind die Märkte heute wieder gestiegen? Sie sind gestiegen, weil die Chinesen genau das gemacht haben. Die Chinesen haben nämlich 180 Milliarden Liquidität in den Markt gebracht, indem sie die Zinsrate, die die Banken an Liquidität halten müssen, runtergebracht haben. Naja, genau das passiert. Evergrande, es passiert immer das geht. Gleiche. Es und muss übrigens, immer Chinesen, Liquidität am Ende wieder rein. Ja, und das natürlich. Ist genau das. Ja, und das siehst du, aber wichtig. Du siehst, ja. Sie kommen da nicht raus. Sie kommen da nicht raus.
Das andere Diskussion, aber ich wollte nur sagen. Ja, aber du sagst ja, ich sage ja, die Folgen, natürlich, die werden es immer wieder probieren. Und du wirst immer wieder Probleme haben. Aber wie du sagst jetzt, sie werden auch. Wenn der Markt 50% einbricht, verspreche ich dir, dann wird zurückgerudert und dann ist es vorbei. Ich verspreche dir, das wird passieren. Und immer die Hype-Aktien, die kriegen immer noch mal eins mehr auf die Fresse. Genau. Aber wenn der breite Markt 15% gefallen ist, verspreche ich dir hiermit, dann werden die Notenbanken sagen, ach, haben wir uns anders überlegt, geht nicht, wird nicht. Und deswegen ist es für Hype-Aktionäre das Problem, dass der breite Markt um 20% einbricht, dann heißt es natürlich auch immer, dass ein ökonomischer Grund dafür da ist. Ja? Das kann man auch so argumentieren. So. Und übrigens dazu kam ja auch noch dann zu den negativen Aspekten, dass hier Didi aus China sich zurückgezogen hat, ziehen will von der Wall Street nach dem US-Börsengang. Und das hat ja das Sentiment auch nochmal zusätzlich belastet. Also gab es einfach sehr, sehr viele schlechte Nachrichten, die da geballt zusammenkamen und natürlich dann einfach zu diesen Angstzuständen und zu dieser panischen Reaktion geführt haben. Ich wäre gerne da gewesen und hätte live dann beruhigt, ja. Jetzt ist, wie zum Auftakt dieser Woche, sieht es eben schon wieder, haben sich die Wogen etwas geglättet und man sieht, Omikron ist vielleicht doch nicht, wird vielleicht doch nicht ganz so schlimm, wie man befürchtet hat. Das können Segen werden. Aber es wird man erst sehen, sicherlich, ja. Der können Segen werden, wenn alle durchseucht sind und all die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, auch dann das Ding haben und dann ist es vorbei. Das wäre doch, das wäre das Positive. Also das positive Szenario gibt es ja. Wenn es keine Sterblichkeit gibt und es einfach nur Ansteckung und das Ding ansteckt und durchseucht und dafür haben wir diesen Mist endlich mal weg, das wäre doch ein wunderbares Outcome. JP Morgan sogar auch, dass es eben keine Verschlimmerung wird. Ja. Und JP Morgan rät zum Beispiel deswegen dann Ausverkaufstage zu nutzen, vor allem bei Value-Werten und Reopening-Aktien. Und das hat man jetzt zum Auftakt der Woche auch wieder gesehen, dass jetzt die auch wieder die Reopening, die Reisewerte und Fluggesellschaften und so weiter wieder gefragt waren. Ganz klassischer Indikator dafür. Und natürlich sind die Tech-Werte für zinssensibler. Das haben wir auch zum Auftakt des Jahres schon gesagt, immer wieder. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und trotzdem würde ich viele von meinen arg verprügelten Hype-Aktien auf keinen Fall jetzt verkaufen. Ich wurde natürlich arg mit Hebelprodukten erwischt. Da hat es mich natürlich extrem verprügelt, logischerweise. Das muss auch jeder wissen, der bei CFDs oder Knockout-Produkten oder was auch immer sich engagiert. Das ist da halt einfach dann, dass man da ausgestoppt wird und dann mit Totalverlust in einzelnen Positionen dann da rausgehen muss. Ja? Das ist das Risiko dafür, dass man halt auch den Hebel nach oben hat. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch geschickter, wenn man so extreme Hype-Aktien, ich habe auch immer mehr ja eben dann gerade von diesen sehr spekulativen Ideen wie Jumia oder eHang dann einfach in reale Aktien in ein nicht beliehenes Depot gesteckt, wo ich dann sage, die kann ich dann auch wirklich aussitzen und das werde ich da auch tun, da habe ich auch keine einzige verkauft, nicht zu diesen Spottpreisen, beide Firmen sind teilweise jetzt unter den Börsenwert von 1 Milliarde, also unter den Einhornstatus gerutscht, ja, und das bei ja solchen Firmen, die meiner Meinung nach, ich habe es ja in den letzten Folgen immer wieder ausgeführt, sehr, sehr gute Perspektiven haben, aber die werden halt dann einfach mit verprügelt, aber sind natürlich im Corona-Crash 2020 noch tiefer gewesen, muss man auch sehen, und dann zeitweise extrem hochgeschossen. Aber meine Meinung ist, dass wir jetzt wirklich in diesem Technologiesektor und wie eingangs auch schon die Aktien angeht, Dokus sein und solche Ideen, dass man da jetzt momentan wirklich auf Schnäppchenjagd gehen kann, ja, und dass man jetzt Ideen, die man schon immer hatte und wenn man einfach noch Cash ist, halt immer die Frage, ja, und du hast dich ja damals hier lustig gemacht über den Kollegen Kaldemorgen, der Cash hält, ja, naja, recht mich haben sie, war das nicht bei Kaldemorgen, ja. Ja? Oder über Warren Buffett, der so viel Cash hält, manchmal ist natürlich Cash schon auch Cash is King, ja, in solchen Situationen. Und wer jetzt Cash hat und einkaufen kann, also Qualitätstechnologie, Qualität will ich jetzt nicht sagen, Tech-Wetten auf die Zukunft. Aber du musst ja die heißen wetten, weil die anderen haben ja gar nicht verloren. Die anderen haben nicht verloren. Die anderen haben ja gar nicht verloren. Genau, die Großen. Die Großen sind ja die Basisinvestments. Weil das sind ja die Basisinvestments. Und die habe ich auch überall in den ETFs mit drin. Und deswegen sagen wir auch immer Basisinvestment. Und dann ist man da, ist man ja relativ ungeschoren dann da durchgekommen. Die Großen, weil die auch ja Cash-Cows sind, die Geld verdienen ohne Ende, Apple, Amazon und wie sie alle heißen. Und bei den anderen, das sind eben eher die Wetten auf die Zukunft. Cloud hat verloren, die kann man sich angucken. Ja, oder viele andere Ideen, auch was weiß ich, viele von den Frank Thelen-Ideen in seinem Fonds. Der Ginkgo Bioscience hat Fett verloren, ja. Wurde ich auch ausgestoppt. Die Lifecycle hat auch Fett verloren, wurde ich auch ausgestoppt.
Und das ist, ach, die hast du alle als CFDs? Die hatte ich als CFDs, ja. Okay. Mir ist einiges an wunderbaren Zukunftsideen abhanden gekommen. Und du kannst nicht nachkaufen, weil die Liquidität ist weg. Und ich habe kein Geld, weg. Genau. Ja. Oh. Aber so ist das halt einfach, ja. Aber man viele andere Ständchen für den Zukunftsideen auf der virtuellen Weihnachtsfeier habe ich einfach, sehen. Ja. Viele andere habe ich dann als schöne Aktien und die bleiben da aber in ihrem geschützten Beet. Jetzt müssen wir die Wette machen. Ich würde ja auch nur das verkaufen, wo ich denke, da hat sich was geändert. Fundamental. Aber einsteigen jetzt, also ich bin mir da nicht sicher, vielleicht bei einer DocuSign, da würde man also vielleicht mal gucken, weil die war so billig, da kann man sich vorstellen. Aber jetzt wirklich schon, also wenn ich die schon immer hätte haben wollen. Okay, ja, aber wenn ich einsteigen würde, dann nur gestaffelt würde ich es jetzt mal. Ich würde jetzt nicht die gesamte Kohle, du weißt nicht. Naja gut, gesamt gestaffelt du ist immer klug. Nie, was da noch mit der Fett passiert. Und du weißt nie, kannst du immer sagen, das weiß man einfach nie, aber die Gefahren sind dann immer am allergrößten, wenn im Hochsommer ist die Gefahr eines Gewitters am größten und nicht, nachdem es ein kräftiges Gewitter gegeben hat. Ja? Und die Frage ist, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Winter coming ist im Technologienaktienbereich, also dass wir jetzt wirklich vor einem großen Crash und vor einer großen Bass stehen und darauf deutet meiner Meinung nach nichts hin, sondern es war einfach mal wieder ein reinigendes Gewitter. Dieses Jahr ist mehr voller Gewitter als das Jahr 2020, wo wir nur dieses eine heftigen Corona-Crash hatten und danach haben wir alle zurückgekauft. Dieses Jahr und dann gibt es viele offenbar zittrige Hände und sicherlich auch viele Berliner Depots und so weiter, auch in diesem Segment, was dann immer wieder doch zu heftigen Reaktionen führt. Aber wenn man nicht glaubt, dass wir jetzt hier den großen Jahrhundertcrash wieder wie zu Anfang des Jahrtausends kriegen im Technologiesektor und einer lang anhaltenden, jahrelangen Bass im Technologiesektor, dann sind das für mich jetzt Kaufkurse, ganz ehrlich. Ja? Und natürlich kann man dann sagen, jetzt nehme ich erstmal ein Drittel meines Cashs und kaufe jetzt ein und dann warte ich wegen mir nochmal die Fed-Sitzung ab, ja. Aber ich glaube, auch das ist jetzt schon wieder eingepreist, selbst wenn die das Tapering hochfahren, das ist jetzt durch die Aussagen auch schon wieder eingepreist. Auf der anderen Seite, der Ölpreis ist ja auch zurückgegangen, könnte ein bisschen den Inflationsdruck etwas dämpfen, ja, zumindest. Das ist ja auch ein positiver Faktor, dass durch diesen Einbruch jetzt auch manche andere Kosten, also gerade die Energiepreise, gerade Ölpreise, vielleicht wirkt sich das schon aus, aber vielleicht jetzt noch nicht. Gut, und die Wette wäre jetzt, wir gucken einfach den Nasdaq 100 und fragen, ob er bis zu unserer Abrechnung höher oder niedriger steht. Und ich würde sagen, er wird niedriger oder gleich stehen. Du sagst höher und dann haben wir es. Ja, genau. Dann haben wir es. Ich meine, grundsätzlich auf 14 Tage sollte man keine Wetten. Das ist jetzt am Aktienmarkt machen, ja. Aber es ist einfach nur des Spieles wegen und unserer Kontinuität wegen. So. Ja. Jetzt haben wir wirklich die Welt um 1:30 wieder umschritten. Das ist wieder lange. Aber Ozean, ich meine, wenn du im bis Urlaub bist und du wiederkommst. Es gab viel aufzuarbeiten. Ja. Noch eine Frage, wie ist jetzt mit Verlusten umgegangen? Einfach. Nee, Verluste beim CFD werden dann automatisch ausgestoppt. Entweder werden einzelne Positionen ausgestoppt, wo man einen Stoppkurs hat. Du kannst dir aber auch flexibel deinen Stoppkurs und das Eigenkapital setzen. Also ganz kurz, CFD ja mit 20% Eigenkapital dann gehebelt. Idealerweise machst du deinen Stoppkurs dann bei 20%, dann hast du den Totalverlust. Du kannst aber bei einzelnen Positionen auch den Stoppkurs niedriger setzen. Dann wird irgendwann halt, wenn dein Eigenkapital sehr negativ ist auf das gesamte Depot, gibt es dann immer so eine Linie, wo dann Großpositionen liquidiert werden. Das ist mir zum Beispiel passiert, ja. Und da wird dann einfach, da werden die jüngst eingegangenen Positionen liquidiert, bis einfach dein Eigenkapital wieder einigermaßen gedeckt ist, bis zu gewissen Grenzen, die da sind. Also da wirst du einfach gnadenlos. Ja, aber da kannst du dann auch sagen, okay, also ihr seht, das geht dann automatisch. Aber das, wie gesagt, CFDs, es ist wirklich nur was für echt ganz hartgesottene und nur mit kleineren Beträgen. Also wer nicht Beträgen mit Hebel spekuliert, kann das locker Hebel durchstehen. Wer mit Hebel spekuliert, der hat im Zweifelsfall das Nachsehen. Das habt ihr jetzt wieder gelernt. Ausgestoppt, genau. So ist es. Ja. Und weil du ja hier den Klöckler anziehst mit NFTs oder machst du selbst CFDs, ich würde vermuten. Ja, das ist beides jetzt wahrscheinlich nicht die reine Lehre des Investierens. Es ist nicht die reine Lehre, aber gut. Haben wir das auch nochmal genannt, dann sagen wir, ja, haben wir sonst noch irgendwas anzumerken, außer dass ihr jetzt wegen der virtuellen Weihnachtsfeier tätig werden müsst? Also Sie müssen die Story draus machen, müssen dann ein Foto von machen, müssen es an wirtschaftspodcast@welt.de schicken und dann bekommen Sie dann da irgendeine Zugangskennung. Das ist ganz schön hohe Eintrittsbarrieren. Ne? Findest du aber vielleicht wahre Fans? Aber nein, aber wahre Fans. Das ist wahre Fans machen Freunde, das, oder? Kann niemand trennen. Ja, so. Gut. Das war's. Das war's.
die Welt in der Tat umrundet. Und ich sagte noch eins, Jumia und der Bitcoin haben eine Korrelation von 0,26. Das ist was schon auch relativ immer mir hoch. Das sagen soll. Aber das heißt, es ist beides sehr, sehr gut miteinander geht. Also wenn du Jumia-Fan bist, müsstest du auch Bitcoin-Fan sein. Das wäre die Idee dahinter. Aber kaufe ich mir doch lieber eine Jumia und habe dann irgendwo dahinter stehen ein Geschäftsmodell, das möglicherweise aufgeht, anstatt irgendwie... Gut. Keinen inneren Wert. Okay, da haben wir das jetzt auch nochmal geklärt. Dann musst du jetzt die Schlussformel hier sprechen, lieber Defner. Ja, also sprach er die Schlussformel. Ja, bitte? Wir sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.